So, dann gehen wir mal zu Frau Strick mit Kick. Hier muss ich hoch. Da ist eine schöne Terrasse. Und dann gucke ich mal. Gucken wir mal. Da ist sie! Hallo! Schönen guten Tag. Wir alle durch die Küche. Hallo, grüß dich! Ja, danke schön. Hallo! Ui, zacki, zacki. Das ist ja prima. Ach, guck mal. Darf ich hier noch? Ja, ne? Ist nicht geheim, ne? Nein. Ach, guck mal. Ich sage ja, das ist mein Traumzimmer. Und da steht der berühmte Samovar. Oh, guck mal hier die Minis. Das werde ich alles noch bekuscheln. Das kenne ich noch. Und da kann man schön gemütlich sitzen und Wolle haspeln. Guck. Oh nein. Fall nicht. Fall ich bin gegen... Ah, ist das Spinnrad? Warte. Oh mein Gott, das arme Spinnrad. Aber es ist ihm nichts passiert. Und hier ist auch noch schöne Wolle. Guck mal. Ja, dann wollen wir wohl mal loslegen und schnacken, wa? Läuft. Moin Puschis, hallo! Ich bin zum Hausbesuch bei Anne Strick mit Kick. Das Mädchen mit dem Hut, die Dame mit dem Hut. Ja, 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 jetzt kommt man ins Alter, ne? Jetzt bin ich die Dame mit dem Hut. Das Mädchen mit dem Hut. Du hast jetzt die Mädchen, die die Ohrringe basteln. Ja, ja. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Herzlich willkommen. Ich bin heute tatsächlich nach Ratzeburg gereist. Heute ist der 17. Keine Ahnung. Es ist Sonntag, Freunde. Es ist Sonntag. Wir sind im Sonntagsmodus. Ich habe jetzt schon ein paar Stunden im Auto hinter mir. Bin erstmal verpflegt worden und Roomtour. Und jetzt darf ich ein paar Fragen stellen. Und dann mache ich das. Dafür muss ich die Brille ausziehen. Macht aber nichts, die Uhr kann ich auch so erkennen. Aber müssen wir irgendwas im Auge behalten? Ich habe da eine Uhr laufen, damit ich einfach so sehe, wie die Aufzeichnung ist. Und zwischendrin würde ich da mal Pause machen, damit mir die Footage nicht wieder abstürzt, wie beim letzten Mal. Okay, ist klar, gut. Schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist, ne? Ja, ich freue mich. Also ich hab noch mal geguckt. Ich habe deinen Podcast ja von Anfang an verfolgt. Ja. Also ich bin eigentlich somit eine von den Ersten, die dich auch geguckt haben. Du hast immer gut kommentiert. Ja, genau. Immer ausführlich. Lava. Super, super, wieder ein Kommentar. Oh, das ist... Und da konnte man sich noch einen Tee dazu kochen. Ja. Lava, Lava, Lava. Ich bin die Frau für die epische Weite. Ja, genau, aber gut, ne? Ja. Habe ich mich immer sehr gefreut. Und ich habe das sogar zweimal schon alles geguckt. Gott. Immer wenn du mal sagst, ich mache keine Folge, dann gucke ich alte Folgen von dir. Ich sehe gerade, habe ich 2019 angefangen? Also, ich frage mich immer. Dein erster Podcast ist aus 2019. Ich weiß jetzt nicht den Monat. Du bist angestellt, du bist meine PR. Ich habe letztens was überlegt, wann hast du eigentlich angefangen? Muss immer irgendwie so ein, wie heißt das hier? Anniversary hier. Ja, ja, ja. Pod Jubiläum oder so, ja, genau, heißt das. Genau. So, aber ich, ja, gut. Nicht mehr. Gut. 2019, ja. 2024 wären dann 5 Jahre. Ne? Also guck nächstes an. Jahr musst du dann guck an. Musst du dich schon wieder verlosen. Und da hast du erzählt in 2019, dass du bereits ein Jahr lang Strick mit Kick betrieben hast, als du den ersten Podcast gedreht hast. Ja. Wie war denn das erste Jahr ohne Podcast? Da wissen wir ja gar nichts drüber. Das ist ja das Pleistozän der Strick mit Kick-Geschichte. Das war, ich war ja Anwältin vorher, ich hatte ja meine Kanzlei und hatte dann aber gemerkt, Einzelkanzlei, das funktioniert alles nicht und so. Und da hatte ich irgendwann auch keinen Bock mehr. Also so, ne, ich war so die die Welt retten wollte und dann hast du gesehen, ach, nee, nicht mit den Leuten, ne? Die will nicht gerettet werden, die Welt. Ja. Und dann habe ich einmal gesagt, nee. Und dann hatte ich den grandiosen Plan, eben zu sagen, ich mache das ganz schlau. Also Kanzlei, Strick mit Kick. Und dann mache ich ein bisschen weniger und so, ne? Ich kann dir sagen, es funktioniert nicht. Also wenn ihr Höhle der Löwen guckt und der Maschmeier ja immer sagt, das geht nicht. Das geht auch nicht, Freunde. Also wenn, dann müsst ihr euch irgendwie entscheiden. Entweder oder. Genau. Welt retten oder Wolle färben. Genau, so, das ging alles nicht. Und dann habe ich zum Mann gesagt, nee, aber Kanzlei geht gar nicht, ne? So, und dann habe ich gesagt, nee, Schluss jetzt, ich höre auf. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also ein Jahr will ich nichts hören, nichts sehen. Ich will nicht, dass du sagst, ich soll mich bewerben und so. Und dann habe ich da aber dann trotzdem angefangen zu färben. Weil vorher, ich hatte schon mal, als die Kinder ganz klein waren, haben wir mal angefangen, Videos zu machen. Aber das funktionierte nicht, ne? Da saßen wir immer im Keller, dann quakte das Kind wieder abends und so. Und dann habe ich so zum Mann gesagt, das funktioniert alles nicht, ne? Und das ist dann so die Sache, wenn man mal so sagt, ne? Alles hat seine Zeit. Also ja, dann war es nicht die richtige Zeit, ja, ne? Und nach dem Jahr, wo ich gesagt habe, ich will nichts hören, nichts sehen, dann war ich mal auf so einem Kunsthandwerkermarkt und habe das mal alles ein bisschen ausprobiert und so.
Und dann muss ich wirklich sagen, das war so ein ganz kleiner Kunsthandwerker machen, das war 40 Grad wirklich, ne? Aber ich habe wirklich Wolle verkauft, habe ich gedacht, Anne, so schlecht kannst du nicht sein. Ja, ja, ja. So. Und dann, genau, und dann nach dem einen Jahr war es wirklich so, als wenn einer wirklich zack den Schalter umgelegt hat und dann lief das auch wirklich. Also dann habe ich gesagt, okay, jetzt dann die Podcasts und dann... Dann hast du dich quasi dem Internet vorgestellt und hast gesagt, ich bin open for order. Und dann haben die Leute auch direkt angefangen zu bestellen und dann ist das so gerutscht quasi. Mhm. Und dann kam Corona. Ja. Und da habe ich gedacht, schlecht. Weil ich noch dachte, wenn die jetzt alle in Kurzarbeit sind und so, dann wird das nichts. Ist das Geld dafür nicht da, um Wolle zu kaufen, dann hast du andere Prioritäten. Genau. Aber du hast es ja überstanden auf jeden Fall. Naja, das war mehr als überstanden. Ne? Und das heißt dann, damals hatte ich das ja hier noch nicht. Da habe ich halt in so einem 6 Quadratmeter Raum gesessen mit der ganzen Wolle. Dann Homeschooling mit 2 Kindern. Dann, Ja. Ne? Da hast du die Podcasts ja aber schon oben unterm Dach auch gedreht. Ne? Du warst immer oben dann, oder? Genau. Doch, da war das Büro. Immer oben. Also genau, da war so das. Und unten war praktisch eigentlich das Spiele-Gäste-Irgendwas-Zimmer. Und weil ich gesagt habe, ich schleppe nicht die Wolle hoch und so, das lasse ich alles unten. Aber... Ja. Rebecca hat immer gesagt, der film doch mal. Ich sage, das kann ich keinem zeigen, wie das hier zugeht. Ne? Also man ist dann immer über alles rüber getreten. Und wenn dann einer bestellt hat, dann hast du ja erstmal, in welcher Kiste war die Wolle jetzt? Ne? Dann hast du erstmal wieder alles in den Flur gezogen, dann hast du wieder alles ausgekippt, dann hast du das wieder rausgesucht, dann hast du das wieder zusammengemacht. Das war die Hölle, ne? Ja, das war die Hölle. Ja. Und ich habe manchmal wirklich, ich habe wirklich tagelang nur gepackt. Ne? Also was ja schön war. Ja. Ne? So, aber das hat dich gerettet. Aber du hast natürlich für das einzelne Paket so viel Zeit aufgewendet. Das ist ja unbezahlte Arbeitszeit. Ne? Das geht ja im Prinzip alles von dem eigentlichen Geld verdienen ab. Das machst du obendrauf. Ne? Ja, gut, okay. Können wir froh sein, dass du Corona mehr als gut überstanden hast. Ja. Du bist ja die ganze Zeit gewachsen. Also du hast ja nicht einmal berichtet, dass du sagst, ich habe jetzt... Ne, sondern es sagt, also für mich als Zuschauerin, wir haben uns ja ganz, ganz spät am Ende von Corona das erste Mal persönlich kennengelernt. Da durfte ich hier Wolle shoppen, da war die Base ganz neu, da hattest du den Boden gerade abgezogen. Ja, genau, den hatte ich gerade, ja. Aber du hast während der ganzen Zeit immer, ging das nur aufwärts. Einmal von den Viewerzahlen, dann wahrscheinlich auch von den Bestellungen und von deiner Produktpalette auch. Du hast ja die ganze Zeit auch nach neuen Sachen geguckt. Genau, ich habe immer weiter erweitert, ne? Also, dass ich dann immer wieder das Geld reingesteckt habe, ne? An andere Bases und so, genau. Wie Mr. Bezos. Der großen Bezos. Ja, genau. Das hast du ja auch so gemacht. Du hast hier Masterplan. Ich kann nicht in Rente gehen. Welcher schafft heute? Vorsicht! Vorsicht! Boah, wer weiß, was du noch alles verkaufst in 10 Jahren? Verkaufst du dann Windräder und Solaranlagen? Alles, Freunde, alles. Ja, wir haben das ja schon gesehen, die Expansionspläne hinsichtlich Coaching und so. Ja, ja. Oh Gott, nee, ich glaube nicht. Also, Nee, ich habe ja auch. Ich habe ja hab dir auch gesagt, mach es nicht, weil du hast genug. Ich glaube, irgendwann ist auch mal so ein Energiebündel wie du hat, glaube ich, irgendwann einfach auch mal so ein Sättigungsgrad. Ja, aber weißt du, das Ding ist ja, man ist ja, ich habe letztens so einen indischen Guru gesehen, ne? Und der sagt, das gibt ja so Phasen, ne? Der sagt auch, Kinder vor 12 brauchst du die gar nicht in die Schule schicken, weil da sind die noch gar nicht so weit, so, ne? Okay. Sehe ich live in den Farben, stimmt, der hat voll recht, ne? So, und dann sagt er eben auch so, ab 40 trennen sich die Paare, weil dann erstmal so dieses, dann sind die Kinder aus dem Gröbsten raus, gut, heutzutage bei uns im Westen ja noch nicht, da fangen die erst an, ne? Aber, und dann versuchst du so ein bisschen so den Sinn des Lebens und so zu finden, keine Ahnung, ne? Du bist halt auch nicht mehr so abhängig davon, als Team zu funktionieren, wenn die Kinder etwas selbstständiger sind, ne? Ne? So, und du machst, und du hast dann Zeit, mal drüber nachzudenken. Vorher hattest du ja keine Zeit, du hast deine Ausbildung gemacht, du hast, ne, Arbeit, bla bla, Kinder, so, da hattest du keine Zeit, dann hast dich hingesetzt und gesagt, ah, wie ist mir denn gerade so, ne? So, und das ist jetzt und einfach so diese Berufung und was man gut kann, ne? Also man überlegt gerade so, ja, was kannst du denn besonders gut oder so, ne? Aber eigentlich seit mein ganzes Leben erzählen mir die Leute ihr Leben. So, weißt du, wo ich dann denke, vielleicht ist das meine Berufung für die Welt, weißt du? Aber ich glaube, ich habe die Kraft da nicht für. Ich färbe lieber meine Wolle. Ich wollte sagen, du machst, wenn das Einzige wäre, was du machst, dann würde ich das einsehen. Aber du bist ja Mutter, du bist Ehefrau, du bist Geschäftsfrau. Du bist Kreative, jetzt malst du noch, du machst auch ein bisschen Innenarchitektur. Ne? Also das sind ja schon ganz viele. Und wenn jetzt noch Coaching dazu kommt, also das ist... Nein, nein, boah, das geht nicht. Da musst du dich klonen. Ja, ja. Also man muss irgendwann, ne? Einfach mal so für sich entscheiden, was ist mir ganz besonders wichtig. Also ich kann mir vorstellen, du bist auch so ein Typ, der ganz viel sich interessiert und ganz viel auch gerne macht. Das aber schön, irgendwann, ne? Das in der Schule ist das immer furchtbar, dann wusste man immer nicht, welche Kurse... Oder im Studium, ne? Was belege ich denn noch, ne? So. Ja, ja, ja. Wir sehen gerade die Nachbarn, aber die sehen uns nicht. Ne? Nee, ich frage mich gerade, was da für Gepäck rumläuft. Naja, gut. Ist das deine Ferienwohnung? Nee, das sind nur 2, darum, das waren zu viele. Weil ich habe nämlich gedacht, komm, die von vornherein kann aber gar nicht sein. Ja, ja. Guck mal, Herbex Mutti bin ich auch noch. Ja, habe ich total vergessen, stopp. Oh
Das Hoteliöse auch noch. Nicht nur Imperatrix auch noch. Ja, 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 du, und jetzt geht bei uns in Innenarchitektur, werde ich jetzt machen, unsere Bäder müssen gemacht werden. Da du sprachst ja schon vor ein paar Jahren davon, dass ihr schon mal geplant habt. Du hast ja schon mal so die Bestellung ins Universum losgeschickt wegen der Kacheln. Ich entsinne mich da an ein paar Folgen. Ja, wir waren gestern los. Aber mit der WG losziehen ist nicht gut, Freunde. Ich habe gesagt, ich nehme das jetzt in die Hand. Vier Leute, das ist zu viel. Einer, ne? Auf jedem Schiff, was da dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Oh, da glaubst du nicht. Der eine, der da ist, der dreht der nächste schon wieder mit den Augen. Ich sage, ihr macht mich fertig. Ne? Wir teilen das schon mal auf. Ihr beide das obere Bad, wir beide das untere Bad. Ne? So. Aber Großes wird kommen, Freunde. Ja. Bin ich mal gespannt. Also mal so einen Insta-Kanal machen, wie sie dann immer alle machen. Ne? Und dann Ed Hornbach und Ed Obi. Ja, dass beim Wohnimperium dann genau. Dann lässt du dich dann, ja. Vielleicht, ne? Also, wenn einer einen Tipp hat. Ja, aber nee. Da kommen wir aber jetzt, wenn du bei dir von der WG, dann würde ich jetzt was zur Familie fragen. Mhm. Ist das in Ordnung? Mal gucken, ne? Okay. Also, du hast ja vorher ein anderes berufliches Leben gehabt. Wie hat denn deine Familie reagiert, als du das mitgeteilt hast, dass du jetzt, ich werde jetzt selbstständige Wollkünstlerin? Alles gut. Also da habe ich ja Glück, ne? Also der Mann macht ja immer jeden Scheiß mit. Mhm. Also und da habe ich gesagt so, und das hat er, ja okay, wenn das dann so ist, ist das so, ne? Also das war eigentlich relativ komplikationslos. Hat sich da was verändert jetzt im Laufe der Jahre? Weil am Anfang geht man ja auch so dran, ja wir gucken mal, was kommt. Ne? So was passiert. Das Ding ist, glaube ich, ihr da draußen, ihr denkt als Anwalt, da hat man total ausgesorgt. Das ist ja halt überhaupt nicht so. Ne? Also das ist gar nicht so, schon gar nicht als Einzelanwalt, wenn du dann hier auch noch auf dem platten Land bist. Das funktioniert gar nicht, kann ich euch sagen. Also wenn ihr euch das überlegt, das funktioniert nicht. Und als ich dann irgendwann beschlossen habe, ich mache es nicht mehr, dann habe ich so mit meinen Telefonjokern und so, ne, dann habe ich auch gesagt, nee, du bezahlst nur für die Kammer und Steuerberater und dies und das und so. Du hast ja dein RVG, du kannst ja nicht doll was machen. Ne? So, wenn du so eine Riesenkanzlei bist, hast du deine Honorarverträge und so. Ne? So, dafür wirst du aber auch verheizt ohne, das muss man immer wissen. Ne? Mhm. Und dann kam wirklich raus, ja, mein gut, meine Frau ist Lehrerin, ansonsten könnte ich das ja gar nicht machen. Die nächste sagt, ja, mein gut, ich habe noch hier so eine Wohnung, da kriege ich wenigstens Miete, weil wenn ich meine Krankenkasse bezahlt habe, dann habe ich schon nichts mehr. Die nächste sagt, ja, ich will eigentlich einen Monat mal nicht im Minus sein und so. Ne? So, ja. Also man denkt immer, so ein Anwalt, du hast das Schild draußen und dann ist super, ne? Das ist nicht so. Also und von daher hatten wir auch keine hohe Fallgrenze, ne? So haben immer viele gesagt, du bist so mutig. Ich sag, nein. Materiell gesehen mag es dann vielleicht stimmen, aber es ist ja dann trotzdem so, dass man sagt, habe ich das richtig eingeschätzt? Wir gucken mal, was passiert. Und dann, weiß ich nicht, hat sich da irgendwie sowas verändert? Dass, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dein Mann wäre. Ja. So, also mein Mann, der würde jetzt so rumlaufen. Meine Frau. Ist Anwältin. Die hat, nein, meine Frau, die hat das mit dem Wollgeschäft gerockt. Ja. Weil das ist ja schon ein ziemlich, also wenn du das jetzt mal überlegst, ne, von den Anfängen und jetzt, vom Volumen her, also ich kenne ja deine Zahlen nicht, aber ich sehe deine Followerzahlen und ich höre ja, was du raushaust und ich sehe ja, was hier in Stock ist und das heißt, du hast einen bestimmten Durchlauf. Das ist ja Wahnsinn. Also da denke ich, da hat sich auch nochmal, dass man sagt, okay, das ist echt ein Business, das ist nicht, ich versuche mal, sondern wir sind hier im Wollimperium, oder? Ja. Also, Ja, aber wir sind, also der Mann auch, wir sind halt sehr, das ist, ja, man ist ja halt geprägt von der Kindheit, ne? Also wir feiern das hier nicht wahnsinnig. Also wir sehen eigentlich nicht, dass das groß ist. Weil das ist, ja, hat man sich vorgenommen, macht man Check. So, ne? Das ist natürlich auch was scheiße ist, so. Da arbeiten wir gerade dran. Dann feiere ich dich. So, ne? Ja. Ja, aber das ist, bei uns ist das nicht so. Wir haben halt so eine ganz andere Herkunftskultur. Da wird Erfolg oder so, wird nicht irgendwie, guck mal, habe ich toll gemacht, sondern, ja, wolltest du machen, hast geschafft, hast auch nicht anders erwartet. Aber wenn du jetzt jemanden coachen würdest, dann würdest du doch auch bestimmt sagen, so Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ja, theoretisch bin ich auch eine Eins. Also ich könnte Bücher schreiben, da bin ich gut, aber sonst, das geht nicht. Also es ist echt schlimm. Aber ich weiß noch, als ich zum Steuerberater gegangen bin und gesagt habe, so, die Kanzlei jetzt so, ich mache jetzt das, da sagte sie, ja, es gibt ja viele, die dann so auf dem Weihnachtsmarkt ihre Socken verkaufen und das Hobby, ne? Na, ich gedacht, wovon redest du denn? Und das ist für mich immer so ein Zeichen, alles klar, ja, alles gut. Ja, wobei ich glaube, das hat damit zu tun, die Handfärbeszene in Deutschland, die kam eben tatsächlich aus dem Bereich meistens Frauen, die in der Teilzeitbeschäftigung waren oder in der Elternzeit waren, die mal ein bisschen was auf Märkten und dann später auf Etsy gemacht haben. Ich glaube, dadurch ist dieses Vorurteil entstanden. Kann sein. Du hast ja ganz wenig so Frauen wie
die von vornherein gestartet sind und gesagt haben, ich mache das jetzt als Business, so wie du das entschieden hast. Und selbst die Frau Wolle-Holika aus Bremerhaven ist ja auch richtig groß geworden und die hat ja auch zu Hause angefangen und hat sich ja dann auch wirklich doppelt gelegt, weil die hat ja auch noch einen sehr reiseintensiven Hauptberuf, sage ich mal, und hat dann noch die Handwerkerei und die Märkte bzw. Messen mitgemacht. Mhm. Aber selbst die ist ja quasi nebenberuflich erstmal reingerutscht und musste dann bewusst die Entscheidung treffen, zu sagen, ich gehe jetzt ins Handfärben. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt nicht, die einzige, die mir einfallen würde, die es auch von Anfang an wirklich so, die sich hingestellt und gesagt hat, ich mache das jetzt als, ich bin Geschäftsfrau und ich mache das, oder ich bin kreative Geschäftsfrau und mache das, ist Frau Bohaian. Ja, das stimmt. Ne? Die, genau. Elke ist ja Künstlerin oder hat ja vorher was anderes Künstlerisches gemacht und hat dann die Rolle, die Wolle mit ins Repertoire genommen. Genau. Ansonsten fällt mir keiner ein. Nee. Aber ich glaube, viele wissen auch gar nicht, was da wirklich hinter steckt. Und wenn, ich glaube, man muss es wirklich wollen und dann auch wirklich dahinter stehen. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel auch gerade Krankenkassen, ich sage, wieso haben die mir nicht immer so viel abgebucht? Ne? So, ich wurde halt höher gestuft. Hast du viel verdient, ne? So, genau. Und dann denke ich so, man könnte jetzt kotzen, ne? Weil man denkt so, wieso so viel? Aber es ist natürlich der Indikator, okay, gut. War wohl besser als das Jahr davor, so, ne? Aber meine Steuerberaterin hat mir immer noch gesagt, lass das doch über deinen Mann laufen. Ja. Da kannst du ja kostenlos als Ehefrau mitarbeiten und dann spart ihr die ganzen Beiträge. Und da habe ich gesagt, okay, muss ein Steuerberater vielleicht sagen, aber nein. Also, weil ich finde, wenn man erfolgreich sein möchte, dann musst du eben alles. Dann und das ist alles auch deins. Nehmen. Genau. Es ist dann alles deins, du hast die Verantwortung, du hast die Last, aber du kannst eben auch sagen, meins. Ja, du hast aber eben auch, wie gesagt, die Last. Ne? So, wenn du dann sagst, scheiße, dieser Monat lief scheiße, aber die Krankenkasse sagt, ich krieg aber so und so viel von dir. Ne? Das ist schon, musst du aushalten können. Und viele, die aufploppen, es sind ja viele Handfärber und so, aber ich glaube, die unterschätzen halt wirklich, was es heißt. Also wirklich, die Nasse, also ne, auch körperlich. Ne? Wenn du wirklich den Lauf haben willst, es ist halt auch körperlich. Ne? Und es ist eben nicht nur, es ist immer so niedlich, wenn manche Leute sagen, ach, du hast alles richtig gemacht, du sitzt den ganzen Tag, kannst sitzen, stricken. Ja, ja, weil es klappt sich alles von selber, strengelt sich von selber. So, ne? Ne? Und also ich arbeite halt 24-7, muss man ganz klar sagen. Ne? Darum habe ich auch zu dir gesagt, ich übe gerade Feierabend zu machen. Genau, Feierabend zu machen, weil Daniela fragt, wieso, ist alles gut? Ich wollte zu dir kommen, wieso ist kein Video? Bist du krank? Ist alles gut? Ich habe gedacht, oh mein Gott. Ich so, nein, ich versuche gerade Feierabend zu machen. Ja, aber das ist echt schwierig. Ja, aber dann lobe ich dich doch da jetzt mal. Vielen Dank. Das hast du gut gemacht. Ja. Das war total glaubwürdig. Ich habe nein, also. Wo ist sie denn? Ja, nee, nee, aber das ist halt, ne? Du musst, das ist halt wahnsinnig schwer. Und dann eben noch Haushalt und Kinder und, ne? So. Du weißt ja auch, Kind 2 ist nicht so, die läuft nicht so durch. Die Kriegerin und die Herrscherin? Die Kriegerin und die Herrscherin. Ja, Scheiße. Scheiße. Ja. Aber die hat gestern ihren Triathlon in der Schule mit Goldmedaille. Obwohl sie ja zuerst nicht wollte, genau. Ne, also Triathlon, Triathlon oder irgendwie? Schultriathlon. Mathe-Triathlon. Nee, nee, nee. Also, nee, hier mit Laufen, Schwimmen im See, genau. Oh, ja. Oh boy, wir sind ja eben durchgefahren. Ja. Ich habe gedacht, also Ratzeburg. Also flach ist anders, Freunde. Ratzeburg ist nicht Norden. Alle mit E-Bikes? Also zumindest die WeißkopfseeAdlerInnen, alle mit E-Bike? Ne, ich denke auch so, was, die Omi, die ist aber flott. Und dann gucke ich so und denke, ach guck mal, das ist die Beule vom Akku. Ja, oh, das ist ja die Hölle. Also ja, kommt ihr nicht her, um Fahrradurlaub zu machen. Also nee. Doch, ist schön, um den See rum und so. Also ich habe auch gedacht so, also hat was, ne? Ja, aber es ist nicht plattes Land. Man denkt so der Norden, ne? Aber das ist hier nicht so. Das ist, glaube ich, die holsteinische Schweiz. Richtig. Ne? Ist so, ne? Ja. Ja. Ich habe Respekt. Ja, vor allen Dingen, ich habe ja eine Zeit lang immer noch der wahre Norden gesagt. Ja. Das heißt aber der echte Norden. Hallo, Frau Wattenstrick. Die hatte, das heißt der echte Norden. Ja, genau. Ja, alles gut. Astrid hat ja erstmal ihren Pfeil übergehalten. Genau. Kinder. Ja. Frauen. Wer sind denn deine Mutmacherinnen? Mutmacher, Mutmacherin. Hast du sowas? Nee. Machst du alles selber mit dir aus? Mhm. Gehst du in dich? Nee. Okay. Ich muss. Funktioniert es. Also es wird einfach dann wie so eine Bot-Datei, ne? Immer wieder 1-0, 1-0 und genau, dann immer wieder selber rausziehen. Genau. Machst du denn auch so für dich, dass du dann sagst, so heute Nachmittag gehe ich mir ein Eis essen oder mal einen Kaffee trinken oder so? Irgendwie das so lerne ich ja gerade. Ne? Das lernst du. Mit dem Feierabend lernst du dann auch, dass du dich mal belohnst. Also nicht, dass du dir einfach nur mal eine neue Jeans kaufen darfst, wie man das aus dem Podcast kennt, sondern auch wirklich mal, dass es dir richtig gut gehen lässt. Genau. Aber so das ist ein langer Weg, ne? Wenn du halt über 40 Jahre so gemacht hast, ist das schon, hart, ne? Das ist so in dir drin. Wie geht dir das denn damit? Ist das jetzt so, dass du so, fühlt sich das gut an?
Und da sagst du, ha, das ist so ungewohnt eigentlich. Aber ich mache es mal, damit ich lange gesund bleibe und lange Wolle färben kann. Ich glaube, das ist gerade so ein Prozess, ne? Also, dass man eben merkt, dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, ne? Mhm. Dass man, weil sonst, wenn du dann irgendwie was gemacht hast, dann, ach naja, eigentlich, ja, Tee kannst du auch zu Hause trinken, ne? Letztens war ich bei Niederegger, ganz alleine, hab Kuchen gegessen, hab Schokolade getrunken, ne? Aber es ist halt, ja, ja, das muss man halt lernen, weil ich merke eben schon, die Akkus sind dann halt, irgendwann sind die alle, ne? Ich sag nur Schweigekloster. Ja. Den hast du nämlich das erste Mal mit dem Schweigekloster, hatten wir, glaube ich, das erste Mal 2020 beim Wickel. Kann ich mich noch erinnern. Mhm. Und dann hast du das jetzt nicht denkt, das Universum sagt dir was, liebe Anne. Irgendwas bedeutet. Aber du fängst ja jetzt an, das zu lernen. Ja, ich habe jetzt gerade so einen tibetanischen Mönch gelesen. Also ich bin, also doch, weißt du, ich bewege mich. Ja, mal gucken. Dann gucke ich mal, wann du dann im Schneider sitzt. Genau. Schön. Ich möchte noch was wissen, und zwar... du bist ja für mich, also es gibt so ein paar Sachen, die sind mit dir verknüpft. Das eine ist der Spruch, haben ist besser als brauchen. Mhm. Und Queen of Brioche. Okay, oh, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ne? Das ist mir dann, als ich das aufgeschrieben habe, ist mir das auch aufgefallen. Aber du hast am Anfang auch in deinem Podcast, das war ganz, ganz großes viel. Thema. Das stimmt. Woran lag das? Woher kam diese Brioche? Gab es da irgendwie einen Auslöser? Weil du hast ja auch dieses Design, den Phantompullover gemacht und das Tuch. Nee, den Schal, den dann Trimimi zum Nordestown Shawl gemacht hat. Genau. Du, ich glaube, das war einfach, dass ich war so angepisst, dass ich das nicht verstanden habe. Also so Brioche, ne? Entschuldigung. Nee, ist gut. Ich habe ja auch die Rückmeldung gekriegt, im letzten Hausbesuch habe ich zu viel Kacke gesagt. Ja, ist ach, guck mal. Wir sind so. Ah, Sister from another Mister. Hier, wir sind. Und vor allen Dingen, Moment. Also das, wer diese Sendung sieht, könnte das als Werbung auffassen. Und deshalb ist das im Zweifelsfall auch eine Dauerwerbesendung. Diese Werbesendung enthält aber nicht nur Werbung, unbeauftragt, unbezahlt und völlig verantwortungslos, sondern auch ab und zu ein Kaltgetränk und Schimpfwörter und Anglizismen und Genderismen. So, jetzt aber. Genderst du? Ich nicht. Ganz übel, ja. Ich finde das voll geil. Aber das können wir vielleicht noch... Ja, ja, ich weiß. Ganz viele finden das ganz furchtbar. Aber das ist so, es gibt so über Geschmack und Sprachempfinden kann man sich nicht streiten. Alles gut. Nein, alles gut. Du bist weil das war damals. Hier haben wir ja auch einen Strickladen. Und ich weiß gar nicht, irgendwie bin ich dann da mal irgendwie so in diesen Strickladen so... Hier in Ratzeburg. Genau. Oh, okay. So. Und die hatte dann auch so ein Stricktreffen hier. Und dann irgendwie sagte sie mal, hast du schon mal Brioche? Ich sag, nee. Aber ich sag, das muss ja irgendwie gehen, ne? So, und dann hatte man mal geguckt. Ich weiß gar nicht, wie ich da mal drauf gekommen bin. Was hast du denn? War es eine Anleitung? Nee, oder weiß ich nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Weiß ich eben nicht mehr. So, und dann hatte ich mir das von Nancy Marchand gekauft, das Buch. Ja. So. Oh, die und dann habe ich das aufgemacht und habe gesagt, ja, super. Und dann habe ich dann angefangen zu lesen und ich so, bitte was? Das kann nicht sein. Buch so, in den Schrank, oder? Und dann habe ich irgendwie, und dann sagte sie nämlich mal, sag mal, kannst du nicht mal vorbeikommen, wollen wir sie mal zusammen versuchen und so. Dann haben wir da nämlich gesessen und haben uns auch voll ein abgebrochen. Und dann haben wir aber gemerkt, das ist total simpel. Also, weil du ja einfach immer nur, doch. Es ist ja immer nur abheben, stricken. Und dann wieder stricken, abheben. So. Und dann habe ich gedacht, ja, voll einfach. Und dann habe ich gedacht, probier mal. Und dann kam das eben immer alles so. Und ich werde das auch nie vergessen, mein erster... Weiß nicht, ob es der erste war, bei so einem Kunsthandwerker Markt. Und da hatte ich dann nämlich so ein Tuch, so Brioche und so. Und dann kam die immer, ist das einfach? Ich sage, ja. Kriege ich das hin? Ich habe gerade angefangen. Ich sage, überhaupt kein Problem. Rechte Maschen, linke Maschen, überhaupt kein Ding. Hier ist die Anleitung, ne? Und irgendwann haben die mal zu mir gesagt, Anne, du kannst dich nicht als Maßstab nehmen. Sondern ich so, das ist doch alles ganz, ganz simpel, ne? Das ist genauso, wie der Mann sagte, ich hochschwanger. Und dann sagt er, du, wir haben eine ganz super Idee. Der ist ja so im... hier Wärmebettchen-Business und sowas, ne? Machen die ja seine Firma so. Was für ein Business? Wärmebettchen für Babys und so. Also so. Inkubatoren oder was meinst du? Also die, wenn man die Frühchen reinkommt. Frühchen und so, ne? Also die so, machen so Safety und Medizintechnik und so und Feuerwehr und so, ne? So. Und dann hat er gesagt, du, wir haben eine ganz tolle Idee. Die Firma, die Mitarbeiter in der Mittagspause stricken die Socken für Frühchen. Ich sag, finde ich gut. Ne? Mach das mal. Dann irgendwann kam er und sagte, du, Anne, bei uns kann keiner stricken. Ich so, kein Problem, bring euch bei. Ja, kannst du denn nicht vorbeikommen? Ich sag, ja. Ich sag, aber ich möchte einen Parkplatz vor der Tür, ne? Weil du warst halt schwanger. Ich war halt schwanger, ne? Dann bin ich da hin und dann saßen die da. Ich denke,
Und die haben, manche haben noch nie gestrickt, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ihr müsst hier nur anschlagen und so. Die haben sich bei die Finger gebrochen. Ich denke, was hat sie denn, ne? Und dann musste ich erstmal so, dass du merktest, okay, es ist nicht so einfach, ne? Es und das ist nicht jedem gegeben. Nee, und jeder fängt mal an. Also man selber hat ja auch, also ich weiß noch, als ich angefangen habe zu stricken, ich bin alle 5 Minuten zu meiner Mutter, meine Masche ist runtergefallen, ne? Dann musst du die erstmal wieder hoch, ne? So, ja. Also ich weiß, was das für ein Scheiß war. Entschuldigung, aber wir sind hier. Ich hab's nicht gesagt, nur für Geburt. Also, und dann denke ich so, nee, Anne, du musst irgendwie auch mal wieder so deinen Blickwinkel ändern, ne? Und das zeigt einem dann ja auch, was man eigentlich kann. Also, dass man schon was gut kann, was ein anderer nicht so gut kann, ne? Aber ich sehe so halt immer nicht so. So, genau. Aber so bin ich zu Brioche gekommen, weil ich so mich geärgert habe, dass ich das nicht verstanden habe. Und dann bist du süchtig geworden. Genau. Und dann war halt Nancy Marchand, die macht ja auch, also man sieht die Sachen einfach nur, und dann denkst du, will ich auch haben. Ne? Ja. Also, ich finde die schon und toll. Eigentlich kannst du das wirklich vom Gucken eher als von der Beschreibung. Ich weiß nicht, warum das so schwer beschrieben wird. Also ich finde eigentlich das Schlimmste beim Brioche-Stricken ist, wenn eine Masche verloren geht, dass du richtig rum wieder drauf legst, weil die muss ja auch richtig rum auf der Nadel liegen. Ja. Und was ich nicht so schön finde, das ist, ich erkenne immer nicht, wo die, also die Zunahmen so zu stricken, das ist technisch ganz einfach, aber das dann zu sehen. Und dann kriege ich immer die Pimpernellen, weil ich muss mir da Marker reinmachen. Sonst ich denke, ist das jetzt da oder einen weiter? Ah, okay. Also da bin ich immer so, wo ich sage, okay, da muss ich vielleicht nochmal so entweder in mich gehen oder einen Kurs belegen. Aber ich habe es jetzt erstmal so ganz weit weggeschoben. Okay. So ganz weit weg. Ich müsste auch mal so eine Brioche-Mütze oder so, fände ich halt auch mal toll, weil du hast dann diesen Zwei-Farben-Effekt, ne? Gerade auch mit den handgesponnenen Garnen. Mhm. Ja. 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 Okay. Dann gehen wir jetzt mal von der Brioche-Liebe weg. Mhm. Was ist dein lieblingsfertiges Objekt, so aus dem Stegreif? Dein allerliebstes von allen? Oh, ich habe heute gerade in meinen Kleiderschrank geguckt und habe gedacht, warte, also mein Liebstes ist, glaube ich, wirklich, was ich auch gerne anziehe, der grau-anthrazit gestreifte Mohair-Pulli, den ich einfach irgendwie so gestrickt habe. Ja, das ist auch noch gar nicht so lange. Nee, der ist noch letztes Jahr, ne? Ich weiß nicht, dieses Jahr, glaube ich. War das schon dieses Jahr schon, ne? Mhm. Dann aber ganz, ganz früh. Ganz, ganz früh, ja. Genau. Den mag ich. Oder den in dem Pink. In dem hier, weißt du, den? Ich weiß aber nicht mehr, welche Design. Oh, um Gottes Willen. Ah, komm zu Mama. Das mit dem Alpaka-Helo. Oh, Freunde, kann ich nur empfehlen. Alle, die hier immer so beim Strick treffen. Oh, Anne, ich brauche noch. Stopp. Und jetzt, bevor wir weiterreden, ich muss dich ja loben. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, du warst immer Naturtöne, ein erfrischendes Grau, ein bezauberndes Beige. Farbfroh, ne? Ich möchte nicht auffallen. Ja, genau. Und rot kann ich gar nicht. Ich habe eine Rotsperre. Und dann kam der, ne? Und das war der Einstieg. Und ich habe gesagt, Anne, du musst dir die Farben erarbeiten. Und dann hast du nochmal gesagt, genau. Du hast gesagt, es gibt so wenig Farben. Ja, ja. Aber und du hast es gemacht. Ja, aber das war aufgrund deines Spruchs. Du musst hier vielleicht auch erarbeiten. Ich gesagt, eigentlich hat sie recht. So, vielleicht muss ich mal. Was hat der für eine Lauflänge noch? 300 auf 50 Gramm. Ja. Wer Mohair grundsätzlich schön findet mit dem Fluff, aber sagt, das piekst mir zu doll, der. Nee, das ist Butter. Das ist wie Seidenflausch. Ja. Ja, ja. Wenn Flauschseide wäre, also wenn Seide Flausch sein könnte, ja, dann ist es dann wäre es genau, so ja, Zuckerwatte genau, aus, ne? Ja. Ja. Oh. Ja, 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 ja. Wir lassen den mal so. Genau. Ja, genau, das mag ich. Dann, wie gesagt, den Pulli, aber frag mich nicht mehr, wie er heißt. Irgendwie V-Neck, irgendwas mit V-Neck, irgendwas. Das sind so meine Lieblingsdinger. Und die Cumulus Blaus auch. Den mag ich auch. Ja. Genau. Hast du eigentlich schon mal überlegt, dass du so eine Sendung machst, nur mit deinen Foes? Bist du da schon mal drum gebeten worden? Nee. Und jetzt kommt ihr. Ja, manche machen das, ne? Die immer mal so, oder was habe ich dieses Jahr gestrickt? Also echt? Ja, ich finde das toll, vor allen Dingen, weil du ja ganz viel, und das finde ich ja sowieso super, du machst ja alles mit deinen Garnen. Genau. Das heißt, du zeigst uns auch immer, wie es verstrickt ist. Und das ist ja total toll. Ich weiß nicht, das ist Absicht, oder? Naja, das ist klar, dein Plan, ich verkauf's halt, ne? Ja. Also, obwohl ich ja jetzt eben auch, ja gut, aber ich habe, also, ne, so die fertigen jetzt auch mal, weil man ja bei, handgefärbt, das wirklich so solid wie Industriegarn hinzukriegen, ist halt echt, hängt von sehr vielen Faktoren ab und ist... Will ich persönlich auch nicht. Wenn ich handgefärbt kaufe, möchte ich das nicht so haben. Genau, aber manchmal möchte man ja einfach, dass das Oberteil wirklich richtig plan ist. Weißt du, dass du wirklich willst, nee, der soll jetzt wirklich rot sein, der Streifen, oder schwarz sein und nicht irgendwie so wischiwaschi meliert, ne? Aber dann kaufe ich mir halt ein Industriegarn. Genau. Und dann hast du natürlich, dann hast du dir schöne Qualitäten ausgesucht. Genau.
Die man halt auch gut dann mit handgefärbten kombinieren kann. Ne? Genau, also weil ich finde gerade so für Colorwork oder so, wenn man meinetwegen sagt Plan, aber mit handgefärbten dann eben haust du einen drauf. Genau, ne? Genau. Ja. Das ist halt immer so eine schöne Mische, finde ich. Ne? Ja, genau. Hast du denn dann auch so, genau, wie läuft das eigentlich? Mailen die Leute dich an, rufen die dich an und sagen, hier, ich möchte gern das und das machen, kannst du mir mal was zusammenstellen und fotografieren oder wie? Ja, also es gibt welche, also da hat Kind 2 dann Eierpfannkuchen selber machen gelernt, weil ich dann immer nur, ja, warte, da habe ich noch drüben, war ich noch drüben. Hallo Maike, wenn du das guckst. Und sie, du sag mal, ich habe das und das. Ne? Was würde denn dazu passen? Ich sag, warte, ich fotografiere, dann hatte ich das ja noch drüben alles. Ne? Und ich war aber gerade beim Eierkuchen machen, ne, so. Und ich dann mal klick, so WhatsApp geschickt, so, ne, dann wieder weitergemacht. Und sie, ja, nee, und hast du noch irgendwas, was so ein bisschen mehr lila oder so? Ich sag, warte, so, und ich so zum Kind, mach mal. Und dann irgendwann sagte sie, ich bin fertig. Ja, super. So kann man es natürlich auch machen. Ja. Keiner hat es gemerkt, dass du deine Kinder gedrillt hast. Nee, genau, ne, so. Aber es ist natürlich, weil jeder weiß das ja, ne, so fotografieren, Farbe fotografieren ist halt wahnsinnig schwierig, so, ne. Und manchmal, selbst wenn du es siehst, aber du würdest mal gerne wissen, wie das so zusammen aussieht, ne. Also wenn man mich da anschreibt und sagt, kannst du das mal irgendwie zusammenpacken oder was meinst du, und so mache ich das auch in Maßen, ne. So, es gibt auch manchmal Leute, wo du dann praktisch den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist, da muss ich halt auch sagen, nee, das funktioniert nicht, ne, so, aber genau. Und färben manchmal halt auch, dass die sagen, ich würde gerne so und so, und dann mache ich das auch, aber das habe ich auch schon mal von dir gemacht bekommen. Die liegt auch immer noch dafür, weil es ganz Besonderes ist. Ja, genau. Aber da muss man halt wirklich gucken, weil das natürlich einfacher ist, wenn ich sage, so, ich hau jetzt hier 10 davon rein, 10 davon rein, 10 davon rein, ne, als wenn man dann, das ist halt zeitaufwendiger, ne, und das ist ja dann halt für einen Kunden, sage ich mal, so kann ich, ne, ich muss das halt auch immer gucken, was ist wirtschaftlich, genau. Ja, ja. Also wenn es passt, mache ich es, ne, aber genau. Ja. Hast du dann auch so ein Rezeptebuch, wo du, das heißt, du wiegst... Mittlerweile, ja. Nee, wiegen tue ich nicht. Wir wollen mal nicht übertreiben. Das ist also ich habe eine Waage, aber das schaffe ich zeitlich nicht, wenn ich dann da immer sehe. Und dann machst du das dann so in Messerspitzen oder wie schreibst du... Also ich will jetzt keine Rezepte von dir wissen, da geht es nicht drum. Nee, nee. Wie machst du das dann? Freunde, wenn ihr noch, wisst ihr noch früher, diese Milka-Eier, diese Milka, weißt du, diese Schoko-Eier, die es immer so zu Ostern gibt, im Eierkarton. Und dann Ja. Den lilanen Plastiklöffel brauche ich. Ich habe nur noch 2. Wenn der mal... Dann bin ich am Arsch. Jetzt das sind alle voll. Ach, das ist deine Maßeinheit. Das ist meine Maßeinheit. Also, an euch da draußen, wenn ihr noch Ostereier habt, schickt mir die lilanen Ostereierlöffel. Furchtbar. Und das ist scheiße, weil man jetzt jahrelang immer, das ist mein Maß. Dann weiß ich, okay, dann mache ich immer so einen davon und hier noch. Und ich weiß so ganz genau, wenn der mal nicht mehr ist, dann habe ich ein Problem. Nee, warte mal, da fällt mir... die Amerikaner messen ja auch beim Kochen. Ja, habe ich auch, ja. Nee, aber wenn du wiegst, dann weißt du, wenn du das einmal, was du im Löffel hast, wiegst, dann weißt du, wie viel Gramm das sind. So meine ich das. Und dann kannst du das ja später... Ja, ich könnte ja auch, das habe ich auch schon probiert. Ich glaube, Frau Mondlich-Garne macht das mit diesen Spoons. Weil dann kannst du den ja wirklich abschaben und dann hast du dein Maß. Da brauchst du nicht abwiegen, ne? Aber das kommt nicht gut raus, weißt du? Aus dem Löffel. Aus dem Löffel. Weil die Löffelform so kacke ist. Und wenn, das sind ja meistens Metalllöffel, ich überlege jetzt. Nee, geht doch Plastik. Nee, ist auch Plastik. Gibt alles. Ich habe alle, weil das ja so kugelig ist, das fetzt nicht. Der gute Milka-Löffel, der ist halt... Wir machen Werbung, wie wir auftragen und so, ne? Wir machen mal Hashtag und schicken das mal. Vielleicht kriegen wir hier so ein schönes Paket oder so. Für den nächsten Stricktreff, so ein schönes Milka-Paket, ne? So lecker, lecker für den Stricktreff oder so. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ist ja alles gut Nachhaltigkeit, ne? Aber Holzlöffel geht gar nicht. Bei McDonald's, Eis essen wir da nicht mehr. Das schmeckt nicht mit dem Holzlöffel. Geht nicht. Ja gut. Also ich habe ja Eis, wie esse ich denn Eis? Also ich habe das mit einem Metalllöffel oder ich habe das... Genau. Aber wenn du das mit der Karamellsoße und so... Und dann mit diesen, das sind ja auch so komische Holzlöffel. Das ist ja so Recycle-Mich-Tool-Zeug, ne? Das schmeckt nicht. Das schmeckt nur nach Pappe. Freunde, McDonald's bitte. Obwohl wir sind nicht auch bei McDonald's, aber also... Aber demnächst machen die Plastiklöffel aus recycelten Waschmittelflaschen, dann geht's ja wieder. Es ist doch alles... Alles wird möglich. Was hältst du von diesen recycelten Garn? Oh. Ja. Ich lege mal mein Strickzeug. Ich habe mein Sockenstrickzeug, Unterstrickzeug, was mich gestern, was wiedergefunden wurde. Ist das handgesponnen? Nee, ich zeig's dir aber gerne. Das ist eine Sockenwolle, die hat mein Mann geschenkt bekommen. Mein Mann. Ja, mein Mann, der ist ja der totale Womanizer. Man soll es gar nicht so klein wie er ist, so charmant ist er. Da hast du. Ah, cool. Also hier, ich zeig mal, guck mal, das ist nämlich schöne Farben, finde ich. Ja, das ist so ein. Kommt gar nicht so gut rüber. Ja, ist jetzt, ne, vielleicht so. Man muss ziemlich nah rangehen. Aber kommt eigentlich von den Farben? Ja, ne? Voll schön. Ja, das ist ein Baumwoll-Sport-Sockengarn von Langjahrens. Wool Addicts heißt das. Ja.
Und der Thorsten hatte das gesehen, als ich beim Hausbesuch war, bei meinem ersten Hausbesuch bei Bärbels Wolle mit Herz. Da stand er vor dem Regal und Bärbel so, ja, so und so, und guckte auf seine, er stand da in Radmontur und der hat auch beim Radfahren meine gestrickten Socken, also mein Mann trägt nur meine Socken, hatte dann die Wollsocken an. Bärbel so, ja, aber das sind doch Wollsocken. Er sagt, da kann ich auch im Sommer tragen. Nee, sagt Bärbel, hier, ich hab so. Und Thorsten hat ja mal gestrickt. Der hat sich ja mal einen hellblauen Pullover mit weißen Wolken gestrickt im Studium. Ja, ja, und hat dann wieder aufgehört. Okay. Weil seine damalige Freundin gesagt hat, das wäre... Unmännlich. Ja. Ja, sagen wir unmännlich. Sie hat ein anderes Wort benutzt, was heute nicht mehr politisch korrekt ist, was mit SCH anfängt, ne? Ja. Und dann hat er dann aufgehört und nie wieder angefangen. Aber er hat natürlich sich so ein Auge für Wolle bewahrt. Mhm. Und dann sagt er, ja, strickt ja die Daniela. Und dann hat sie ihm das hinten ins Radtrikot, da haben die ja diese Getränkeflaschen, ja, genau. Und da hat sie ihm das reingelegt. Sagst, dann gibst du ihr das an und sagst so, guck mal, Schatz, ich hätte gern. Ja, und jetzt stricke ich ihm halt ein paar Socken, ne? Was ist das für eine Mische? Baumwolle? Da ist Baumwolle drin. Ich habe aber jetzt den Zettel nicht mehr. Ist doch cool. Musst du mal gucken. Wool Addicts von Langjahren. Das kann eigentlich nur 70-30 sein, so wie sich das anfühlt. Das kann nicht mehr sein. Nee, ne? Also es ist schon wollig, ist jetzt nicht irgendwie... Aber ich würde da ja auch einen Top draus tragen, jo. Wenn du mal so reinfühlst. Ja. Und das sind schöne Farben, aber das kann man natürlich... Aber ich frage mich gerade so, Baumwollsockengarn gibt es gar nicht so. Es wird bestimmt sehr leiern, ne? Also ich habe Baumwollsockengarn von einem Unternehmen Wolle Rödel, die gibt es ja noch. Mhm. Gibt es auch hier, glaube ich, ne? Das kommt ja eher aus dem Süddeutschland, ja, also genau. Passau oder Regensburg oder so. Das nennt sich Cotton Stretch. Mhm. Das leiert. Und das wird vom Waschen, und das wird nicht besser durchs Waschen, sondern das verhärtet sogar eher. Das wird so ein bisschen brettig. Achso, nee, Leinen wird ja weich beim Waschen oder eine schöne normale Baumwolle wird weich beim Waschen. Aber das, glaube ich, wird, also es fühlt sich gut an. Es gibt aber auch von online Sockengarn eine Wolle, aber die habe ich nie ausprobiert. Mhm. Und die Meilenweit gibt es auch mit Cotton Stretch. Von Lana, was war das? Okay. Reklame. Okay, genau. So, ja, aber recyceltes Garn. Ich habe jetzt entdeckt recyceltes Merino bei der Garnmanufaktur. Okay. Ist ein Konkurrenzunternehmen von dir, die färben auch mit Händen. Also per Hand, aber die machen das in einem sehr, sehr großen Rahmen. Die haben viele Angestellte. Ich glaube, das sind zwei Frauen, die das machen. Und die haben recyceltes Merino-Garn. Irre. Das fasst sich an wie ein robustes Colorwork-Garn von einem englischen Hersteller. Ja. In einem ultrafeinen Fingering, in einer ultrafeinen Fingering-Stärke. Das wird durch das Waschen total soft, aber immer noch crisp. Weißt du, was ich meine? Also ja. Das bezeichnest du als Stand. Was du als Stand bezeichnest. Diese Crispness, die dieses... Ich hole das mal ganz vorsichtig raus. Und das ist ja dein... darf ich das Neue, genau. Das ist das Neue. Das Isländische. Das Isländische. Das werde ich jetzt mal testen. Ich habe hier schon Socken gestrickt, weil die sagen, da braucht man keinen Polyanteil, weil die Fasern sich so verhaken, dass die sich nicht... Also nicht durchlaufen, will ich vielleicht auch nicht sagen. Ne? Aber das tun die da auch. Das siehst du ja jetzt schon. Ja. Also, aber ich glaube, die sind wirklich langlebiger. Ne? Also, dass das schon, auch wenn da kein Polyanteil drin ist, der ist ja eben meistens drin, damit das eben ein bisschen... Ja, mal gucken. Also, Daniela sagt schon, es ist sehr... Es ist schon gut robust, ne? Es ist, aber, ja. Genau. Ihr seht das? Das hat tatsächlich diesen Klebefaktor, was man... Also, nicht Klebefaktor, weil es klebt, sondern weil sich das miteinander dann... So verhakst, ne? Genau. Komm, ich hab dich lieb und wir gehen nie mehr auseinander. Das heißt, wir gehen auch nie kaputt. Ich darf nur nicht vergessen, das nicht mit in die Waschmaschine zu schmeißen, weil so, weißt du, so meine Socken, die schmeiße ich immer mit rein. Also da habe ich schon Angst. Keine Socken aus handgesponnenem Garn? Noch nicht, ne? Nee, weil ich immer nicht weiß, wie ich das am besten verzwirne, damit es nicht durchläuft. Dreifach. Das macht rund und macht eine schöne Stärke. Mhm. Weil ich bin ja immer so die Zweifach. Achso, machst du dann drei Fäden oder machst du Navajo verzwirnen? Navajo. Achso. Ich mache immer, man soll ja nicht, weil wenn dann einer kaputt geht, zwirbelt sich das angeblich aus. Aber ich habe, so jetzt habe ich es, glaube ich, gut gezeigt. Ne? Ja, fein gemacht. Fein! Jetzt darf ich es auch wieder wegräumen. Deshalb habe ich es nur gemacht, damit ich in die Regale grapschen darf. Ich habe jetzt seit ein paar handgestrickter und handgesponnener Socken habe ich jetzt seit... 2017? Hm? Das ist mein ältestes, glaube ich. Okay. Echt? Das ist ein fertig gemixter Kammzug gewesen. Faltlandwolle mit Nylon. Aber ist auch Nylon drin, ne? Ja. Hm. Also ich bin bei Sockengarn tatsächlich, ich brauche keine Sockenwolle ohne Plastik, sage ich ganz ehrlich. Ich würde jetzt nicht böse sein, wenn es die nicht mehr mit Plastik gibt, aber solange es die mit der Kunstfaser gibt, nehme ich sie auch gerne.
Ich stricke jetzt keine Socken aus Seide oder so. Das tue ich nicht, weil mir das auch einfach zu schade ist. Nicht, weil ich meinen Füßen nichts Gutes gönne, sondern weil ich einfach denke, von der Weichheit brauche ich es nicht am Fuß. Und dann nehme ich das gar lieber her von Pullover. Mm, oder ja, so, weil ja, ich stricke halt gerne Pullover aus Sockenwollstärke. Man soll ja immer nicht Sockenwollstärke sagen, ich sage es aber trotzdem. Ja. Ist eigentlich doof, ne? Weil du kannst ja alles draus stricken, ne? Warum man das immer so als Socken gar noch betitelt, ne? Also ich sag eigentlich immer Sockenwollstärke. Ja. Habe ich dich jetzt gehauen? In meiner Begeisterung schlage ich hier mit Garn um mich. Nee, aber das ist wirklich so. Das rutscht einfach immer so raus. Ja, ich habe jetzt Sockengarn gefärbt und so, wo man denkt, ach, ja. Anne, ne? Ja. Weil ich sag mal, die Behm und so, die strickt ja auch eigentlich immer mit Sockengarn ihre Tücher. Jedenfalls hat sie so angefangen. Ich habe sie jetzt schon länger nicht mehr irgendwie verfolgt. Guck mal hier, so. Kann man die anfangen? Zack. Ja, sehr gut. Boah, guck mal. Fein, sie mir. Dependance auf in Bonn. Ja, das würde sogar, glaube ich, gut funktionieren, weil wir haben in Bonn, wobei wir haben ein paar Wollläden, aber die meisten sind halt bei den großen Labels und wir haben keine freien oder wenig freie. Ne? Wir haben dann so ein, zwei kleine Läden, die auch HandfärberInnen führen, aber auch da hier die bekannteren, muss man sagen. Also jetzt so die wirklich regionalen Label, die werden auch nicht rangeholt, was ja eigentlich schön wäre, dass man auch sagt, ich schicke mal ein bisschen was nach München, genau, oder so, und dass man sich so ein bisschen austauscht und sagt, hier, wir machen das auf irgendeiner Basis, damit man auch mal was sieht und nicht dann immer sagt, ich muss das dann mühselig bestellen, sondern ich kann das halt auch mal sehen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das total anstrengend ist, wenn du jetzt sagst, ich würde gerne mal mich in Süddeutschland vorstellen, dann musst du da erstmal 900 Kilometer hinfahren, irgendwo was aufbauen und dich dann vorstellen. Ja, ja, ja. Wenn du jetzt einen Laden hättest, der sagt, ich habe verschiedene HandfärberInnen, schick mir doch mal, würdest du machen, oder? Ja. Oder jemanden, der so ein Wollmobil hat und sagt, ich nehme eure Ware mit und fahre durch die Lande. Ja, ich finde es immer schade. Irgendwer hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, irgendeine Podcasterin auch. Ja, sie versteht immer gar nicht, warum die Läden immer so klein sind. Also das stört sie immer so, wo ich dann denke, so, ich meine, bei uns sind die Wollläden auch sehr klein, außer wenn du jetzt eben wirklich, was weiß ich, Wolle-Hobby, bla bla, das ist dann natürlich schon ein bisschen größer. Aber wenn du so überlegst, was hast du wirklich an Gewinn, was du als Erlös hast, ne? Du musst ja auch einkaufen, so, und dann hast du Miete und so. Ja. Du kannst dir keine Quadratmeter Miete und dann auch vielleicht in bester Lage, das schaffst du mit Wolle halt nicht. Ja, also außer du bist wirklich so ein, was weiß ich, ein Steven West oder wie auch immer, aber selbst der Laden ist jetzt nicht, dass man sagt, da kannst Polka drin tanzen. Du warst drin, ne? Ich kenne ihn ja noch nicht. Ja. Also der ist nicht, was weiß ich, so Wohnzimmergröße, das ist schon, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist da so eine totale Halle, wo man dann so, weißt du? Ja, also das Gleiche hat mir Bärbel auch erzählt. Die kommt ja aus einer quasi entgegengesetzten Richtung. Die macht ja aber die kommerzielle Wolle. Mhm. Und fängt jetzt an mit Handfärben, aber auch wirklich nur regional und nur bestimmte Sachen. Und sie sagte halt auch, ich habe gesagt, du hast so einen tollen Laden, der ist sehr groß, der ist richtig schön, da kannst du dich auch dran tummeln wie nur was. Aber sie sagt, das kann ich nur machen, weil ich nicht direkt in Bonn bin, weil wir haben da Ladenmieten, da zahlst du für einen 8 Quadratmeter Laden auch entsprechend den Nullen dann hinten dran an die Quadratmeter. Das sind dann 8.000 Euro für so einen Miniladen. Ist so. Ich habe dann mal gestanden und habe die Ladenbesitzerin angeguckt und gesagt, nee, doch, sagt sie. Und da ist das Klo noch nicht mit dabei. Ja, also, ist so. Ich mir das hier so angucke, das ist natürlich dann hier die Luxusvariante, ne? Aber gut, da steckt ja auch viel, viel Blut, viel eigenes und Schweiß. Herzblut, Schweiß und vor allen Dingen Schmalz, Ellbogenschmalz drin, ne? Wenn ich denke, die Dokumentation, wie du den Boden abgezogen hast, ne? Ja. Ja, das ist, ne? Also darum, ich bin auch wirklich froh. Ich sage immer so zum Mann, das ist ja das Elternhaus von, also, ne? Hat ja seine Mutter mit ihrer Mutter damals gebaut. Hier nach dem Krieg sind die ja geflohen und dann haben sie halt irgendwann dann hier, das sind halt diese typischen Siedlerhäuschen hier so, ne? Und dann sage ich auch, boah, Gott sei Dank haben die das damals gemacht, ne? Wir wären wirklich am Arsch, sag ich mal, ne? Weil wir haben ja auch, als ich dann merkte, okay, das geht nicht mehr in diesem 6 Quadratmeter Raum und dann Corona und so und dann habe ich ja auch geguckt nach Läden, ne? Aber es ist wirklich, also erstmal wirklich was Adäquates zu finden, ne? Also bei mir war dann ja auch noch, die Kinder waren ja auch noch kleiner, dass ich sage, ich kann nicht irgendwie nach Lübeck oder so gehen und da jeden Tag einen Laden aufhaben, das funktioniert halt einfach nicht, ne? So und also erstmal überhaupt was zu finden und das dann eben auch bezahlen zu können. Vor allem jeden Monat, weil so ein Vermieter sagt, oh, ist bei Ihnen schlecht gelaufen, dann lassen wir jetzt mal locker diesen Monat, sagt er ja nicht. Genau, sagt er nicht so, ne? Und selbst wenn du es dann irgendwie hast, alleine schaffst du es nicht, ne? Weil gerade wenn du noch Kinder hast oder so, oder du musst dann mal irgendwie hier dieses Amt oder das besorgen oder so, entweder machst du den Laden dann zu oder du musst halt jemanden haben, den du bezahlen musst. Oder was heißt musst, ne? Ich habe ja auch ein kleines Helferlein, mache ich gerne. Also, ne? Tut mir dann auch leid, wenn da mal irgendwie nicht so viel ist, dass ich sage, oh, brauchst wirklich nicht kommen. Ja. Die zwei, drei Sachen kann ich jetzt auch alleine machen und so. Ich bin halt schon immer bestrebt, der auch Arbeit dann irgendwie zuzuschanzen, weil die auch wirklich gut ist. Aber das kommt ja auch noch dazu, wie lange ich gesucht habe, hier jemanden zu finden, der diese
Billo-Arbeit wirklich macht, Etiketten einfach nur rüberzumachen, Wolle zu drehen, Etiketten zu machen. Das war der Anfang. Das glaubst du nicht. Also ich habe den ja auch bei meinen Muttis, ne, wo ne, die auch ja, noch kleine Kinder haben. Ja, ich gerne machen. Ne, so, wo ich dann sage, pass auf, du kannst kommen, du kriegst einen Schlüssel. Du kannst abends kommen, du kannst am Wochenende kommen. Das ist mir völlig egal. Wenn das Kind kotzt, dann ne, kommst du halt irgendwie, ach, ich weiß nicht. Und so, wo ich dann denke, oh, ey, du bist hier warm und trocken, ne? Vor allen Dingen ist eine schöne Lage, ne? Man hat ja auch alles. Weil jetzt, wir sitzen auch hier in der Affenhitze richtig gemütlich, ja. Und man, ne? Ja, also es war wirklich, wo ich gedacht habe, du, es ist wirklich leicht verdientes Geld, ne? Du findest niemanden. Ich habe jetzt eine Selbstständige. Weil ich habe immer zum Mann gesagt, ich brauche jemanden, der selbstständig ist, der weiß, was es heißt. Und die hat halt in Corona-Zeiten, die ist halt Event-Tante, so, da war ja, ja nichts, da ist ne? alles weggebrochen, ja. Genau, und die war dann hier in der Teststation und so und irgendwie, dann war, das war eine Schulfreundin halt von Kind 1 und dann hatte die bei der geschlafen und am Frühstückstisch und so, ja, meine Mutter und so, und dann sagt sie, ja, was muss ich denn da machen? Sagt sie, ich glaube, du musst nur die Wolle irgendwie drehen und was drüber stülpen, ne? Und dann hatten wir so, und sagt sie, mache ich, super, super, ne? Und die denkt eben auch mit, ne? Wenn irgendwie was ist, sagt sie, du, ist das richtig, weil irgendwie steht hier das und das und so. Und also es ist so schwer, wirklich, echt wirklich gutes Personal zu finden, ne? Ja. Und das ist ja nicht nur, das siehst du ja überall, ne? Überall suchen sie uns so und dringend. Eigentlich alle, ja. Also in der Gastro ist es als erstes aufgefallen, da ja. War es auch ganz eklatant, genau. Super ersichtlich. Aber jetzt merkst du es tatsächlich auch, im Einzelhandel ja. Werden die Leute händeringend gesucht, ja. Aber die sind halt weg. Und man muss sagen, der reguläre Einzelhandel, der hat auch eine Tendenz, die Leute zu verschleißen. Das ist, das so. Ist jetzt das nicht ist bei so einem Kleinstunternehmen oder nee, aber trotzdem, nee, bei einem kleinen so. Unternehmen oder familiengeführten Unternehmen, sagen wir es mal besser so, weil wir reden ja hier Imperium. Ja. Genau. Aber familiengeführt oder Eigentümer geführt, ist es nochmal was anderes. Das stimmt, das mag da sein, hast du ja. Eine andere Anbindung auch und eine andere Fürsorge so mhm. Im Alltäglichen. Wie du ja gerade sagst, wenn mal irgendwas ist, dann bin ich da auch flexibel. Und so. Aber trotzdem, so generell, höre ich eigentlich auch immer nur, ich finde niemanden und die wollen nicht oder ja. Die gehen direkt wieder. Ja. Das höre ich auch viel, ne? Ja. Die gehen dann viel ja. Direkt wieder, weil sie sagen, nee, das ist jetzt nicht oder ich möchte aber nach einem Jahr, dann möchte ich so und so viel und dann gehe ich auch direkt wieder. Also da ist dann auch nicht mehr so die Bindung nee. Ne, an den mhm. Arbeitsplatz. Mhm. Ne? Mhm. Aber das finde ich schade so, ne? Ist für alle, aber so die Vertrauensbasis fehlt eben mittlerweile auf allen Ebenen, ne? Weil man dann immer so sieht, auch wenn du immer so hörst, wenn die Leute sagen, ja, ja, und der, jetzt kann er sich alles von der Steuer absetzen und der hat sich schon wieder ein neues Auto, wo ich denke, oh Leute, das ist nicht, seitdem das Auto geschenkt wird, ne? Ja, der kann es absetzen, aber der kriegt nicht die 20.000 für sein Auto wieder, nee, die muss er bezahlen, ne? Die muss er erstmal haben oder er muss den Kredit bedienen und dafür musst du dann auch erstmal die Nerven haben, das aushalten, dass am Ende vom Monat der Umsatz nicht stimmt. Weißt du, ne? Aber das hört sich, glaube ich, für einen, der nicht selbst, ich sage immer, jeder müsste mal ein halbes Jahr selbstständig sein, einfach damit er mal weiß. Danke. Nee, was da dran hängt, ne? Weil das ist immer alles so selbstverständlich, auch wenn du dann irgendwie so siehst, ja, und ach, der kopiert ja nochmal schnell und so und für zu Hause und so, ne? Wo ich sage, nee, also ich mach's, ne, das hatte der Mann auch mal in den Anfängen, soll ich das so bei uns durchlaufen lassen? Ich sage, nein, auf keinen Fall, ne. Ich sag höchstens, wenn ich irgendwie das Papier oder so euch dann gebe oder so, aber ich sag auf keinen Fall, ne. Mhm. Also, aber das ist alles so, ja, ja, ne. Das ist, ach, eine blöde Zeit irgendwie, keine Ahnung. Ja, ich glaube, es wird nicht mehr leichter werden, es wird sich alles sein, wir werden damit leben, dass wir nicht mehr immer alles überall bekommen. Ja. Ich denke, dahin wird es. Und dann wird es halt wirklich interessant, dass es wieder so Leute gibt, wie ich das eben so schon mal angedeutet habe, die zum Beispiel sagen, das ist ja so mein heimlicher Wunschtraum, wenn ich jetzt mal so spinnen darf, so einen umgebauten Imbisswagen macht sich einer zurecht und macht dann da Wolle und Nadel und fährt dann so über Land. Bei ja. Uns in der Eifel gibt es das als Supermärkte. Ne? Ja, so fahren ja, so, genau. Und das aber dann mit Wolle und Kurzwaren, vielleicht auch noch so ein bisschen Patchwork-Stoff oder also nur ein bisschen. Ne? Also, und dann wirklich sagt, pass mal auf, was hast du denn? Du machst Project-Bags, du machst Wolle, du machst das und gib mir das mit und ich fahre dann und die Leute können kaufen. Oder die bestellen das bei dir und ich habe das eh auf meiner Tour. Also ich könnte mir vorstellen... Wollte ich machen. Also wir waren nachher auch schon so mit Freunden, die waren schon so weit, dass die sagten, weil von dem einen, der Kumpel, der Bruder fährt in Schweden, ups. Und die sagten, die sortieren immer mal aus, das ist doch der Wagen. Und dann haben wir schon geguckt nach Ups-Autos und so. Also es ging schon, aber es ist halt einfach, wenn du selbst fährst und das alles selber. Das kannst das du nicht mehr machen. Nein, musst du tatsächlich sagen, okay, wir machen jetzt GbR oder sonst was und dann muss das verteilt werden. Du wirst lachen. Ich wollte hier einen Ratzeburgen Marktstand haben, ne? Bin ich hin zur Stadt, ich sage, ich würde gerne hier, was weiß ich, freitags auf dem Markt. Ne, das geht nicht. Und das habe ich nicht verstanden. Das hast du mal in einem... Ja. Das habe ich... Ich habe da gesessen. Ich habe gesagt, wie kann man denn so bescheuert sein als Stadt? Nee, das ist doch Handwerk. Die Ratzeburger, die sind dann verwirrt. Und dann kaufen die auch nicht beim Eiermann mehr. Und ich so... Ach, die erschrecken sich vor der Wolle und dann lassen die Eier fallen. Ja, weil das nicht mehr so ist wie immer. Weil da was anders ist. Ich so, bitte was? Ja, und außerdem würde ich soll das doch lieber bei Etsy machen. Das wird doch irgendwie alles geil. Und dann denke ich so, Alter. Aber sie ist doch eine Verwaltungsmitarbeiterin und keine Unternehmensberaterin. Genau. Dann denke ich, was ist denn das doch mein Risiko? Also, ne, wenn ich die nackt verkaufen wollen würde, da könnte ich mir vorstellen, so an der Stange so, hui!
könnte ich mir vorstellen, dass sie sagt, wissen Sie, Frau Fitzstein, ich glaube, das ist keine gute Idee, sich so fremden. Ich glaube, da sind wir nicht der richtige Ort, ne? Aber ich meine, alles andere ist doch mein Risiko, ne? So, und da, also sowas verstehe ich dann immer nicht. Und du hast, war das das Marktamt, also die wirklich nur die, die Zulassung gemacht haben? Ja, ich hätte, ja gut, da kann man dann nur im City Marketing. Aber uns ist alles irgendwie eins. City Marketing, hör doch auf, da haben wir auch unsere Erfahrungen mit. Ne? Also das ist hier wirklich, oh Gott, das ist ich verstehe drauf, das aber nicht, ihr seid doch so auf den Tourismus angewiesen, ihr müsst doch da so ein bisschen pleatsch sein. Ja. Also nicht ihr, sondern die Verwaltung. Ich weiß, ja, sind die aber nicht. Also darum ist hier in Ratzeburg auch nichts, das ist alles im Müll. In Müll sind die besser drauf. Ja, siehst du, da war ich noch nicht. Ich kenne ja nur Hameln. Ich kenne ja nur Hameln. Entschuldigung, nicht aus Ratzeburg, aber fahr mal nach Mölln. Nee, aber Ratzeburg ist so schön. Ja, weil von der Architektur und von wie es angelegt ist. Und die Seen, wir haben ja so ganz viele Seen. Das ist und, geil hier. Ja, richtig cool. Seen. Letztens hatte ich hier Holländer, die habe ich erstmal zur Hochzeit gefahren, weil die kamen an und sagten, ja, Entschuldigung und so, wie kommen wir denn nach Bergentin? Und ich so, ja, und ich habe gedacht, naja, du musst einfach nur die Straße mal geradeaus fahren und dann, ne, und er, nee, nee, mit Bus oder Bahn. Und da habe ich ihn erstmal ausgelacht, ne, ich weiß gar nicht, wann er bei mir stand, um eins, irgendwie 13 Uhr. Ich sag, wann müsst ihr denn in Bergentin sein zur Hochzeit? Nee, um drei. Ich sag, ich fahre euch. Hier fährt also, zweimal im Tag, fährt ihr im Bus. So, ne? So, also, ne? Wobei, jetzt ist gerade viel los in Ratzeburg. Wir sind ja durch Ratzeburg durch und dann hier, also wir sind über Landstraße gekommen, hier durch. Ist ordentlich was los im Moment. So viele Leute habe ich beim letzten Mal nicht gesehen, ja. Was ist denn hier los? Guck mal, ich geht an mir vorbei. Am Eispavillon, da hauen sie sich alle auf die Mütze. Das ist so ein richtiges großes Backstein. Ach so, Pelz. Ja. Meine Güte. Ja, und da drumherum rennen sie alle rum. Ja, das ist voll. Das hat Kind gerade baden. Ja, Pelz hat irgendwie... Ich war damals in NRW, habe ja mein Referendariat gemacht. Und da war eine aus Hamburg. Und der Freund kam zu Besuch und so. Ne? Und ich sage, ja, ich gehe nach Ratzeburg. Ich habe da einen Job dann gekriegt und so. Ne? Und er so, Eispelz. Und ich so, was? Total bekannt. Eispelz. Also das, also, so, dann war irgendwie der Mann mal irgendwo, dann irgendwie so ein, mit Migrationshintergrund irgendwer, ne, so, und dann sagt er, oh, er zählt Ratzeburg. Und dann sagt er so, oh, Eispelz. Und ich so, ich sag, was ist denn das? Und hier ist immer, also die Motorradfahrer, das ist immer, ja, das sind immer voll. Viel unterwegs, ja, das stimmt. Da sind immer voll, aber Freunde, overrated. Also, vielleicht war es früher mal besonders, aber ich finde es gar nicht so toll. Fahrt das nach Beek, kleiner Insider. Beek. Beek. Das ist so ein Dorf hier nebenan. Und da gibt es lecker Eis. Da gibt es lecker Eis. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. wenn wir jetzt gerade dabei sind, so Beruf und Berufslaufbahn, habe ich noch eine Frage. Du hast Innenarchitektur nebenberuflich studiert, als du schon Imperatrice warst. Mhm. Warum hast du Innenarchitektur studiert und nicht Design oder Textilkonstruktion oder so? Weil das wäre für mich jetzt das Logische gewesen. Ich habe jetzt, ich meine, ich finde das geil mit dem Innenarchitekturstudium. Ne? Ja, du hast ja auch richtig Laune, aber das passte so überhaupt nicht zum Wollbusiness. Nee, aber das ist so das. Ich sage immer so, das ist immer so ein Flüstern, als wenn einer hinter mir steht und sagt, mach das. Also das war auch damals, wie bist du zum Färben gekommen? Ich weiß es nicht. Also das war... Doch, du hast erzählt, du hast so Zeitungsausschnitte, was du oft dir anguckst und ja, so, ne? Ja, aber das war nicht das. Also das habe ich gemacht. Als ich dann gesagt habe, okay, die Kanzlei nicht. Und dann habe ich gesagt, so, was dann? Und dann habe ich rausgerissen und ich habe gedacht, jetzt kommt, ne? Wolle, dies, das, jenes. Nada, nichts. Ich habe nur Häuser, einsame Inseln und was weiß ich was rausgesucht. Und das war ja wirklich, wo ich gedacht habe, das ist so krass, weil ich gedacht habe, das wird nicht, ich habe wirklich gedacht, jetzt kommt das alles, aber überhaupt nicht. Also, ja gut, Häuser, Innenarchitektur, einsame Insel. Ja, aber das war ja damals, da war das ja noch gar nicht absehbar. Das war wirklich so das, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt erstmal wirklich meine Ruhe, ich will nichts hören, nichts sehen. So. Ja. Das war so das. Nee, mit dem Färben, das war, ich habe aus dem Fenster geguckt und habe gesagt, ach guck mal, Löwenzahn. Und dann haben die gesagt, ja, färb doch mal. Also weißt du, das war dann so eine Stimme, die gesagt hat, ja, färb doch mal. Und dann habe ich gedacht, wo kriegst du jetzt so eine Wolle her und so, ne? Und so, das sind so in meinem Leben dann immer so diese Sachen, wo einer so sagt, doch. So, und das ist immer so das, wo ich sage, hört doch einfach drauf und macht es. Also, weil das so ein inneres Ding ist, da sollte man durchaus mal drauf hören, irgendwie, wenn man sowas hat. Auch wenn man sagt, nee, was soll das denn? Also, ja, ich sage jetzt mal, das Haus ist ja groß. Du machst jetzt erstmal oben die Ferienwohnung, da fängst du quasi an und dann gehst du, expandierst du. Dann gibt es ja da noch ein Haus und da noch ein Haus und dann okkupiert. Genau, das ist dann dieses Bezos-Prinzip. Und dann irgendwann gehört euch die ganze Straße, die Schlossallee. Ja, ich habe auch schon mal gesagt, ich verlose irgendwie mal so eine Innenarchitektische, dass ich sage, komm, wollt ihr um, ich berate euch, ich mach. Gibt's das? Das gab es doch mal als Fernsehsendung. Da konnte man sich bewerben als Familie und dann wurde Mutti in den Urlaub geschickt und dann kam so ein ganzes Team. Mit der Tine Wittler, ne? Mit dieser Blonden. Mit der Blonden, ja. Das ist schon ewig her, aber du kennst es auch noch, ne? Genau. Oh Gott, wir sind nicht mehr so jung, wie wir denken, ne?
Ja, aber was macht die eigentlich, die Tine da? Ich weiß gar nicht, ob danach war die auch weg vom Fenster. Ja, die hatte Burnout, glaube ich, auch ganz doll. Achso, ich habe gedacht, vielleicht war der Frauentyp, weil der gleiche Frauentyp ist ja auch diese von der Mike Lockies. Die ist ja auch so blond und so nett und so. Ja. Und die, auf einmal sind diese Frauen. Sind die alle weg gewesen, ne? Ja, kamen diese herben Moderatorinnen-Typen halt diese Heidi Klum-Dingsies da. Oder hier Vera Enfin und so. Das war alles so, glaube ich, so die Zeit, ne? Und dann waren die. Ja, stimmt. Ja, das stimmt, hast du recht. Wobei, dann habe ich auch nicht mehr, dann habe ich nicht mehr studiert, dann habe ich nicht mehr so viel Fernsehen geguckt. Was? Ja, ich sage mal so, ich hatte ja ein Neigungsstudium, also mir ging das ja dann nachher, nachdem ich dann Jura abgeschossen hatte. Ich habe ja nach dem Grundstudium gesagt, ihr könnt mich mal den Dreh machen, ich nicht. Blöd gelaufen. Hätte ich besser vielleicht doch mal gemacht. Könnte ich heute gut gebrauchen, würde mir einiges leichter machen, aber dann wären viele andere gute Sachen nicht passiert. Genau. Nachdem ich dann also nur noch meinen Magisterstudiengang laufen hatte, das ging mir dann so von der Hand. Das war dann schon schön. Da hatte ich aber dann auch viel, viel Zeit zum Fernsehgucken, so zwischendrin mal. Und dann, ne, deshalb sagen wir, alles gut. Die Popkultur ist mein Zuhause. Genau. Okay, dann wissen wir jetzt auch, dass das überhaupt nicht keinen Zusammenhang hat, sondern dass das einfach so die Intuition. Genau. Während da Corona auch noch, ja. Ne? Ja, also das war wirklich. Also, wo der Mann sagt, und ich sagte noch einen Tag vorher, ich glaube, ich höre auf mit der Färberei erstmal. Ich sage mal mit den Kindern, wie soll ich das alles machen, ne? Da musstest du das ausdrucken, da musstest du dich da hinsetzen. Das war das eine schlimme Zeit mit dem Homeschooling und dass das auch nicht pünktlich kam. Nein, ach, nicht kommuniziert wurde von den Schulen an euch. Und ne? Die wussten dann nicht. Der eine Lehrer machte das so, der andere so. Ja. Also, alle, die Kinder hatten in der Zeit, die wissen, wovon ich rede, das war alles, ne? Und dann habe ich gesagt, ich schaffe das, also, wie soll ich das machen, ne? Ich bin wirklich auf dem Zahnfleisch gekrochen. Und dann eben noch die ganzen Bestellungen, worüber ich mich nicht beschweren wollte, aber das war ja alles, ne? Und dann sagte der Mann, hast du mir nicht gesehen, du willst aufhören? Weil ich sagte, ich studiere das jetzt. Und er ich so, ja, du, aber ich habe so eine innere Stimme, die mir sagt, mach das. Und dann meinte, ja, gut, okay, innere Stimme Nummer 1, 2. Aber das finde ich halt so gut. Da lobe ich ihn auch immer für. Und dann sagt er, ja, gut, dann mach doch. Wenn du meinst, dann mach. Dann mach. So, ne? Und dann denke ich immer, boah. Ja, das wird dann habe ich du meine machst Absolution. Ja auch immer noch. Ja. Du machst das ja dann auch noch. Es ist ja nicht so, dass du so wie ich würde gerne im Norden arbeiten. Und mein Mann sagt auch, mach. Ja, aber immer. Ich denke, nee, also so nicht und so, nee, da habe ich dann auch Schiss und das möchte ich und da habe ich dann, nee, so, ne? Und dann lieber nochmal gucken. Also ich bin, und du sagst, dann mache ich jetzt. Nur so, auf Wiedersehen. Das ist schon, wo ich auch denke, so, da braucht man sich eine Scheibe von abschneiden. Das ist schon. Ja, gut. Aber ich finde immer, jeder ist halt anders, ne? So, also der Mann sagt ja auch, er wäre kein Selbstständiger. Also es geht dann immer, seitdem wir uns kennen, ne? Auch eigentlich und so, ne? Und dann kommt er zwischendurch immer, nee, das wäre gar nichts für mich, ne? Also wenn ich das alles selber, das wäre gar nicht. Und dann wieder einen Monat später, aber ich sag, du machst mich kirre, ne? Entscheid dich doch mal. Ich sage, und das ist auch völlig okay, wenn du sagst, das ist nicht meins. Ich könnte das nicht. Ist ja auch okay, ne? Weil ich sage ja immer, ich bin die Frau fürs Grobe. Ich sage, das und das und das müsste mal gemacht werden. Aber irgendwer muss machen, weil ich nicht die bin, die hier bis ins Kleinste, und das ist er dann, ne? Der dann noch hier den passende Dübelfarbe für das Bild und so, das ist er dann, wo ich sage, oh. Genau, du schleifst die Böden ab und reißt die Wände runter und den Verbotsmacht macht dann der Meister. Weißt du so? Und von daher, das ist völlig okay. Also auch wenn Leute sagen, ich will das gar nicht, ich will um 16 Uhr Feierabend haben, dann will ich nach Hause. Ist auch okay. Also es muss ja Sonne und solche geben, ne? Freitags um 13 Uhr, bupp. Ja, könnte ich halt nicht, ne? Könnte ich nicht. Doch, ist super. Also kann ich dir, also das ist wirklich super. Es gibt da natürlich auch eine Downside zu, ne? Ganz klar. Aber das ist was, ich komme ja aus der Unternehmensberatung und bin dann in den öffentlichen Dienst gewechselt. Also ich kenne auch so ein bisschen, und ich bin bewusst in den öffentlichen Dienst gegangen. Nicht, weil ich gesagt habe, okay, da lege ich mich auf die Luftmatratze und habe ein gutes Leben bis zur Rente, sondern ich habe gesagt, diese Selbstausbeutungsgefahr, die du ja jetzt auch angedeutet hast, die bei Selbstständigen ja nochmal anders ausgeprägt ist als bei jemandem, der projektbezogene Arbeit im Bereich Unternehmensberatung macht. Genau. Ich hatte immer da auch ein Grundgehalt, das war nicht dolle. Aber du hattest schon mal ich was, hatte Grund, wusstest, halt genau. Das ist auf jeden Fall da. Und dann konnte ich entscheiden, beute ich mich aus oder nicht. Genau. Natürlich hast du es gemacht, weil du wolltest ja auch ein bisschen einen auf dicke Hose machen. Aber das ist ja eine Ego-Frage. So. Ja. Ich kann dir sagen, ich habe das damals, als ich das erste Mal nicht Reisetage hatte, nicht planen musste, wo bist du nun nächste Woche, sondern immer wusste, ich stehe morgens auf, ich ziehe das und das an und dann habe ich so und so lange zur Arbeit. Und um 16 Uhr darf ich gehen, wenn ich möchte, weil die Arbeit ist morgen auch noch da. Und es ist auch nicht schlimm, wenn die da noch ist, weil, ne? Das darf ruhig auch mal einen Tag länger dauern. Es sei denn, wir hatten Fristen zu erfüllen, zum Beispiel beim Sozialamt hast du einfach buchen so. Aber ansonsten, ich war so entspannt. Das hatte ich vorher auch noch nicht gekannt, ne? Weil ich habe einen Vater, der kommt aus der Modebranche. Da ist immer Druck drin, egal was du da machst, da ist immer Druck drin. Und kannte das auch aus meiner eigenen Laufbahn her nicht, weil während des Studiums immer verschiedene Jobs gab. Du bist immer rumgepeilt. Genau. Und dann auf einmal hast du so einen geregelten Ablauf.
das tut schon auch manchmal richtig gut und das lässt auch ganz viel Spielraum. Das ist so die eine Seite. Aber wo wir gerade beim Thema sind, was ist denn das Schönste am Selbstständigsein und wo sagst du, das ist nicht so schön? Magst du das erzählen? Dass ich wirklich machen kann, was ich will. Ne? Also das ist wirklich, also da, natürlich, man ist immer abhängig, ne? So, wenn die Post nicht will oder so, ne? Es ist ja nicht so. Mit den Wolllieferungen, wenn das da irgendwo hin nicht kommt, wie du erzählt hast. So, also du bist natürlich, man ist nie frei, so, ne? Aber ich kann mir das halt einteilen. Und ich habe jetzt Gott sei Dank den Job, so damals zu Kanzleizeiten konnte ich das ja auch, ne? Also wenn die Kinder da krank waren, war alles gut. Und das habe ich halt auch immer, gerade wenn man Kinder hat und so einen Job hat wie ich, auch mit der Kanzlei und so. Ich musste ja keinen Laden aufschließen oder ne? Ich konnte auch abends mich dann hinsetzen oder musste dann nachts durcharbeiten. Also man ist sehr flexibel. Wenn mal irgendwas ist, kannst du mich hier hinfahren, kannst du mich abholen oder so. Oder wenn die Kinder krank sind. Ne, dann habe ich auch manchmal gesessen, wenn dann so Freunde sagen, ja, ich war dann hier beim Arzt und so. Ich denke, wieso gehst du denn zum Arzt, weil das Kind gespuckt hat? Ne? Das hat halt gespuckt. So 3 Tage, ne? Aber mir fällt dann ja gar nicht ein, naja, du brauchst einen Krankenschein, ne, für deinen Arbeitgeber. So, ne? So, und das war bei uns halt immer total entspannt. Okay, okay, ne? okay. Und also das ist halt der absolute Vorteil und dass ich machen kann, was ich möchte. Also wenn ich sage, ich färbe halt rot, dann färbe ich rot. Wenn ich sage, so und jetzt nehme ich das noch mit und ich entscheide das halt alles selbst. Ne? So, das ist halt so das. Ich möchte keinen, wo ich mich rechtfertigen muss, warum hast du jetzt so und so viel nicht verkauft. Das muss ich mir schon gegenüber machen, ne? Dass man immer denkt, wieso ist es denn jetzt gerade so blöd? Ne? Wo Lutz dann auch sagt, so, du... Kann dran liegen, dass wir Inflation haben, Krieg haben, so, das gibt so vielleicht so 1-2 Sachen, die nicht in deiner Hand liegen, ne? Und das kann ich schwer akzeptieren. Da denke ich, nein, das muss doch irgendwie gehen. Ich muss jetzt irgendeinen Knopf drücken und dann ist das wieder heile. Ja, woran liegt das denn? Habe ich die falschen Farben oder was? Ne? Es gibt nicht genug Farben. Ja, genau. So, ne? Und das sind so die, dieser, also von daher, das nimmt schon, also einerseits viel Druck raus, so, dass ich halt machen kann, was ich will. Mhm. Aber du hast natürlich auch wahnsinnig viel Druck, ne? Also. Gerade, ich sag mal so, du hast wahrscheinlich auch einen ziemlich hohen Anspruch, was du willst. Genau. Ne? Und dann, ich finde es immer so niedlich, wenn die Leute mir schreiben, also du wie schaffst du das nur mit dem Strick? Ich denke mir, ja, das ist mein Job. Ne? Es ist halt nicht, oh, ich setze mich abends mal so ein bisschen hin, sondern ich weiß, wenn ich das Video abgedreht habe, ich muss jetzt Gas geben, damit ich in der nächsten Woche, weil mein Anspruch ist, ich zeige euch nicht 2 Wochen hintereinander das Gleiche. Ne? Also das zumindest... was Neues dazu, dass man vielleicht irgendwas nicht fertig geschafft hat, aber dass das eben immer interessant bleibt, dass man nicht irgendwie 3 Wochen immer denselben Pulli in die Kamera gehalten bekommt, der einfach dann nur irgendwie einen Streifen mehr bekommen hat. So, ne? Man muss das auch mal sehen, du hast ja komplett auch Corona durchgebroadcastet, ne? Wirklich in der Woche und dann haben wir noch die Live-Veranstaltungen gemacht, ne? Und wenn ich das jetzt mal so rekapituliere, ne? Wie, ich mache ja jetzt auch mal ab und an einen Vlog und ich mache mal einen Hausbesuch, aber ich sage immer, Leute, ich bin nicht so ein Content-Creator. Ich kann, weil ich einfach nicht so schnell bin. Ne? Und dann, wenn ich mir das vorstelle, was das auch an, das ist die Idee. Aber dann ist das Ideen haben, ist ja nur das eine. Du musst es ja auch machen. Und selbst wenn du schnell strickst, ich habe dich ja noch nie wirklich stricken sehen, selbst wenn du schnell strickst, so viele Sachen dann noch immer so, das macht ja auch so ein, nicht Burnout, aber das brennt einem auch unter den Nägeln und das macht schon auch ein bisschen Druck, oder? Also so, dass du so denkst. Ja, also manchmal schon. Ne? So, also es ist trotzdem, dass es mir Spaß macht. Ne? Aber das ist schon, dass man dann da sitzt und macht und tut und so, ne? Das ist, und dann natürlich immer nebenbei jetzt auch mit der Magnussenwolle, das hat ja auch Wochen gedauert, ne? Also wie lange warst du jetzt dran? Das hat echt gedauert. Das hat echt gedauert, ja. Ich weiß gar nicht. Also immer dann nochmal gucken, wo kriegst du die her? Auf jeden Fall, ja. Oder? Also auch erstmal, um dann an diesen Kontakt zu kommen, ne? Du musst dann erstmal gucken, dann musst du die, dann hast du hier einen Großhändler in Deutschland, dann schreibe ich die an, nee, wir haben die nicht mehr, du musst direkt in Frankreich, dann musst du das erstmal gucken, dann ging die E-Mail nicht, dann habe ich die E-Mail, dann kam nichts, dann, ach, hör auf, ne, so, das ist ja alles so ein, das ist ja nicht, dass man sagt, na gut, ich habe hier meine Seite, ich bestelle, da ist eben halt auch sehr viel Zeit und Arbeit halt hinter, ne, und das sieht und ja das kein sieht Mensch, keiner. Und was ist auch wirklich an Zeit frisst, ich meine, ich merke das immer, wenn ich nur mal eben schnell im Internet was recherchiere und auf einmal, schwupps, sind 2 Stunden auf ja, der ja, Uhr, genau, ne? Genau. Ne? Und das ist ja dann bei dir dann nochmal potenziert, weil du guckst ja nicht nur eine Sache. Nee, genau. Ne? Und wenn ich dann da sitze, stricke, ich habe dann meistens irgendwie einen Podcast an, meistens habe ich ja die Kanadier an oder so. Deutsche gucke ich gar nicht so, weil irgendwie ist das nicht mein Flow. Also die sind, also weiß ich nicht. Also ich habe so ein paar, die ich gucke, aber weiß ich nicht. Aber ich gucke auch eigentlich nur so die ich so gucke und dann gucke ich mal rein und dann denke ich,
Ja, nee, finde ich auch schnarchig. Aber ich gucke halt einfach, weil ich gemerkt habe, so von Amerika, Kanada, das schwappt zu uns rüber. So. Und das kommt immer auch bei uns an. Das ist lustig. Ja. Du kannst, du siehst es wirklich. Also ich gucke die Grocery Girls, Espace, genau. Trikot mag ich seitdem die neue Besetzung da ist nicht mehr so gerne. Nee, ich auch nicht. Tue mich da schwer mit, ohne dass ich die noch abkratze. Aber die anderen fand ich besser. Ja, die, ja. Da habe ich auch mehr mitgelacht. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber das ist halt, wie es ist. Genau. Und ich denke, warte ab, noch 4 Wochen, dann ist das hier. Genau. Und dann merkst du auch, da kriege ich das so durch Instagram und Pinterest über die Pinboards und dann irgendwann kommt es tatsächlich auch mal im Wollladen an und dann sprechen die. Oder Ravelry ist ja auch so inflationös. Dann hast du dann, inflationös ist auch nicht schlecht. Ja, aber das ist das so. Und dann sitze ich da, stricke, gucke, ne? Und dann werde ich nie vergessen, dann kam irgendwie ein Kind und sagte, das möchte ich später auch mal machen. YouTube gucken und stricken. Und dann denke ich so. Unverschämt. Ja. Mutti, mach mal Eierkuchen. Hast jetzt genug geguckt. Nee, aber weißt du, und das ist dann, und dann sprechen der Mann und ich auch so oft drüber, dass in Deutschland, also wahrscheinlich ist das so ein deutsches Ding, wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Weißt du, wie ich meine? Also ja, ich glaube, das ist so. Ja. In anderen Ländern hast du es dann geschafft. Aber dann nur, wenn es wirklich hart ist, wenn du froh bist, dass Feierabend ist. Nee, das ist nicht typisch deutsch, das ist diese Arbeitsethik der weißen Protestanten hier. Oder so. Pilger. Kann sein, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, dann denke ich so, ja, das sieht vielleicht, aber wieso darf Arbeit keinen Spaß machen? Aber das höre ich ganz oft so aus den Ecken dann irgendwie, ne, dass das so irgendwie so die Kultur ist. Ja, und wenn es dir Spaß macht, dann ist ja keiner, dann machst du ja hier nur irgendwie was für dich. Die Neidkultur. Also dass man sagt, ja, okay, die macht zwar einen geilen Job hier mit der Kreativität und der Wolle, aber dann ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Ja. Das kommt auch, glaube ich, gerne mal. Wo ich dann denke, ist doch egal, wenn jemand seine Rechnung bezahlt, ein aufrechtes Mitglied der Gemeinschaft ist und nicht panzerknackend durch die Welt zieht oder Drogen verticken. Was willst du denn? Ja. Oder wenn ein Klempner sagt mir doch auch, ja, das macht mir Spaß, ich mache nicht Gas, Wasser, Scheiße, weil ich es mies finde, sondern weil das rockt. Ich habe dann was verlegt und sage, jawohl, jetzt ist das wieder heile, ne? Da habe ich Spaß dran. Aber das ist halt so, ja, das machen, meine Oma hat das auch gemacht. Ja, so, ne? Also ich denke, das ist auch dann, da kommt jetzt mein Feminismus wieder durch. Ich weiß, du bist keine Feministin, aber ich bin Feministin und ich sage, das ist auch, weil es Frauenarbeit ist. Das ist genau wie der Erzieherberuf. Das wird einfach nicht funktionieren. Ich glaube, ich finde den Begriff halt. Ich glaube, es gibt so Kampffeministen, mit denen kann ich wenig anfangen. So, ne? Aber meinst ich du find, jetzt alles Schwarze und Kohl? Ach, ich weiß nicht, ich will es gar nicht mehr auf alles Schwarze. Aber so, es gibt ja so wirklich manche, wenn du das dann mitkriegst, die dann so die Männer total im Misskredit, dass die nichts können. So ist es ja gar nicht. Also, ne? So, ich finde, manche, es gibt die. Solche und solche. Genau, aber manche, die drehen so richtig ab irgendwie, ne? So, der Mann sagte letztens auch, hat die eine irgendwie stand und sagte, ja, du sollst Abstand halten. Da war irgendwie so eine Demo, auch mit so einem Kampfimmanzen scheinbar, und dann kam da irgendwie so ein Reporter und so und fragte, nein, er soll Abstand halten, weil sie hat Angst vor Männern und dies und das, wo er sagt, ich mach doch gar nichts. Also hier stehen 100 Frauen, ich bin der einzige Mann, so, ne? Also dass das dann alles über einen Kamm geschoren wird, ne? Ja. So, aber das ist natürlich, jetzt hatte ich auch ein Gespräch mit einer Freundin und die sagte, ja, naja, natürlich verdient man als Frau weniger, man hat sich ja nun mal dafür entschieden und mit Kind und so, ich arbeite eben nur halb und dann ist das eben so. Da denke ich so, nein, also boah, ne? das dürfen wir nicht ausführen, das artet hier sonst aus. Dann pelzt, ich krieg da den Kragen extra. Noch mal Teil 2. Wir sollten das in ein anderes Format machen. Wir sollen noch mal so einen Podcast machen. Lass uns noch mal so einen Podcast machen. Ja. Wo wir sind so eine gesellschaftlichen Themen. Ja. Warte, ich mach mal gerade was anderes. So, da sind wir wieder, wir mussten gerade so ein bisschen Verschwörungspläne schmieden. Das machen wir dann auch, das wird lustig. Bleibt gespannt, sagt Anne immer, ne? Gab es Illusionen, die du dir gemacht hast über das Handfärbergewerbe? Nee. Sind wir schnell durch. Nächste Frage. Nee, ich überlege gerade, ob ich überhaupt... Ich weiß nicht mal... Also ich habe letztens hier mit... Letztens, also schon länger, hier mit Diana von... Wie heißt sie denn jetzt? Ich vergesse das immer. Voluminal. Ja, genau. Ich denke immer voluminös, voluminal. Die hieß heiter bis wollig. Genau. Und ich muss jetzt jedes Mal überlegen, wie heißt sie denn jetzt so, ne? Auf jeden Fall. Und die sagte zum Beispiel, ja, ihre Kollegen, die stricken ja auch, aber die haben noch nie was von handgefärbter Wolle gehört, ne? Und ich so, bitte was? Also das scheint wirklich irgendwie so eine Blase. Und ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie ich wirklich drauf gekommen bin, dass es handgefärbte Wolle gibt. Ich weiß es zum Verrecken nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir ganz genau sagen. Ich hatte einen Wollladen in Köln. Da bin ich regelmäßig hingefahren, habe da Sockenstricken gelernt. Da habe ich meinen Sockenstrickkurs gemacht an 2 Wochenenden. Und die hatte von Manos del Uruguay. Ja, die machen immer schöne Sachen. Die haben auch schöne Qualitäten. Ja. Da frage ich mich immer, also wo kommt das denn jetzt her? Ne? Weil das ist ja südamerikanische Wolle. Genau. Aber und da hatte ich die Allegria in der Hand. Und damals hat die Allegria gekostet, das waren schon Europreise. Ja, ja. Die hat gekostet 16,90 Euro.
Und da hast du noch gedacht, oh. Konnte ich mir nicht leisten. Da hatte ich noch so wenig Geld. Da hatte ich damals, hatte ich auch noch eine Autofinanzierung laufen mit meinem damaligen Partner. Da hatten wir so hohe Belastung im Monat, dass das wirklich Luxus war. Heute würdest du lachen über den Preis, weil das war eine 400 Meter Lauflänge, ja, ne? Ja, auf 100 Gramm und dann wirklich in einer feinen Qualität und einer richtig schönen Handfärbung. Und da habe ich gedacht, boah, wenn du dir einmal einen Pullover mit Hand gefärbt, ja. Ja. Also ich hatte das echt memorisiert. Ja, aber von daher, ich weiß gar nicht, weißt du, ich hatte keine Vergleichsdinger irgendwie so, keine Ahnung. Also von daher, ich habe nichts, weißt du, ich hatte nichts erwartet. Es war halt dieses, mach mal. Weißt du, so diese Stimme, die sagt, mach doch einfach so. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Überhaupt keinen Plan. Also nichts mit Businessplan und dann machst du dies und das. Gar nichts. Das heißt, du hast einfach mal gestemmt. Ja. Mal wieder, ne? Also gesagt, genau. Ich kaufe mir, also nee, du hast ja mit Pflanzenfarben angefangen. Genau, mit was hast du angefangen? Dann auf Säure umgestiegen, hast sie einfach irgendwo bestellt. Ja, frag mich mal, ne? Ich weiß auch nicht, ob diese Säurefarben gekommen sind. Webetante kannte man damals noch nicht. Nee. Ne, als du und ich angefangen haben, wir haben ja wahrscheinlich so ein bisschen zeitgleich angefangen. Und das war einer, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, und das war furchtbar. Also der, da hörtest du immer nichts, da kam nichts, aber der reagierte auch nicht. Und kann sein. Weil der hat aber auch, der hat schöne Garne. Egal. Und da weiß ich nämlich, dass Pearl & Knit damals eine Story hatte bei Insta und die nämlich genau das gleiche Problem hatte. Die sagte, du weißt nicht, dein Geld ist weg und du kriegst jetzt aber überhaupt keine Rückmeldung. Also da kam und kam und kam nichts. Ich denke mal, der wird immer gesammelt haben, dann bestellt haben und dann irgendwann geliefert haben. Aber dann musste man das so kommunizieren, ne? Du wusstest immer nicht. Und die hat dann ja mal gesagt, ja, die Webetante hat angefangen. Ja. Und dann habe ich da, und da läuft es ja wirklich reibungslos. Also die sind gut. Ja, also von daher, weil ich kein Vorbild hatte, nichts, weil ich keinen kannte und nichts gesehen hatte und irgendwie auch Podcasts habe ich da auch noch gar nicht geguckt, muss ich sagen. Also als ich mit dem Wolle-Färben angefangen habe, habe ich noch gar keine YouTube-Podcasts geguckt. Das kam echt später. Wann hast du ungefähr angefangen mit YouTube? Schätz mal so. Weiß ich wirklich. 2012, 2013, 14? Ich kann dir das nicht sagen. Kannst du nicht sagen? Nee. Ja. Nee. Ich habe angefangen, aus Großbritannien die Strick-Podcasts zu gucken, weil es gab tatsächlich nur einen einzigen Audio-Podcast in Deutsch, das war die Färbedistel aus Berlin oder Distel aus Berlin. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch Audio-Podcasts macht. Aber nur Sprache, ne? Ja, genau. Das war linksalternatives Pflanzenfärben und die kam aber über das Spinnen. Ah, okay. Handspinnen darüber. Und ich habe das gefunden, eben weil ich das gesucht habe. Handspinnen, ich wollte so. Und dadurch habe ich dann irgendwann angefangen, auf YouTube Shanti Manu zu gucken. Mhm. Das, ne, da habe ich genau. Wir haben alle bei ihr gelernt, genau. Wir können mal Klassentreffen machen. Wer hat alles bei ihr spinnen gelernt? Und dann habe ich festgestellt, wenn du Strick-Podcast eingegeben hast, dann gab es halt nur den Audio-Podcast, aber Knitting-Podcast hat er dir auch ausgespuckt. Dann habe ich gedacht, ach, guck mal. Und da habe ich dann in Großbritannien zwei oder drei gefunden. Und in Amerika halt. Da war das ja, zwei verrückte Texanerinnen. Come Knit With Me. Und Knit and Zip. Genau, das war gar nicht. Ja, die gibt es auch gar nicht mehr. Ach so. Die haben leider dann irgendwann aufgehört, aber das ist schon, die habe ich auch rauf und runter geguckt. Und dann irgendwann waren die weg und dann ging das in Deutschland los, aber da bin ich erst sehr spät eingestiegen. Also ich komme eher aus dem englischsprachigen Raum, weil das da verbreiteter war. Und ich glaube, ich habe relativ mit Espace Tricot, glaube ich, dann so angefangen. Ich glaube, das waren so mit die ersten, die ich geguckt habe. Und weißt du noch, wann du bei Ravelry eingestiegen bist, also dich da angemeldet hast? Ist ja nicht dein bevorzugtes Tool, ne? Mm-mm. Ja. Aber so grob? Ich glaube, alle auch relativ spät. Warte mal, wann habe ich Videos gemacht? 2019? Ich denke mal so 2016? 2017? 2017, glaube ich. 2017? Ja. Ich habe 2006. Echt? Nee. Nee. Das ist auch durch den besagten Wollladen, ist das gekommen. Schöne Grüße an Daniela Johansenova. Der gehörte nämlich der Wollladen in Köln. Das ist die das Düsseldorfer Wollfestival, ich sag mal. Okay. Das war ganz früher, war das in Köln. Ja. Dann ist sie da weg, dann ist sie jetzt nach Düsseldorf und dieses Jahr hat es ja nicht stattgefunden. Ja, genau. Und die hatte halt, bevor sie das alles gemacht hatte, einen Wollladen in Köln tatsächlich. Mhm. Ja. Das ist aber im Gerionsviertel. Das ist schon ganz, ganz lang. Also das ist 2003. Das sind jetzt 20 Jahre. Ach, ist ja nix. Oh, ein Wimpernschlag. Ja. Webetante, ist so dein, wo du deine Farben kaufst. Hast du so eine Lieblingsfarbe? So eine Farbe, wo du sagst, die geht immer. Die geht immer. Also Sprenkel mag ich am liebsten lichen. Das macht,
Die Sprenkel lieb ich. Dann, und meine absolute Lieblingsfarbe. Lichen heißt Flechte, ne? Ja. Flechte. Hm? Aber meine absolute Lieblingsfarbe, die aber kein anderer mag. Das liegt bei mir wie so ein Mobil. Kauft keine Sau. Aber ich färbe da trotzdem. Leute, ihr müsst zeig damit mal leben. Zeig mal. Wo? Oh. Wir machen den Bohai, sie geht raus. Ich bleib hier und hampel rum. Yeah, kann ich noch mal was nicht trinken? Ob ich die jetzt gerade. Oh, das ist so schön hier. Ich will hier einziehen. Ich will hier mal in die Ferien wohnen. Hier unten. Ich putze auch Staub. Du hast aber keinen Staub, weil überall Ware ist. Ach, guck nicht so genau hin. Und das ist so. Doch, ich gucke in jedes Regal. Gleich, wenn wir fertig sind, krieche ich überall rein. Oh. Hier. Ich liebe diese Farbe. Latte Macchiato fällt mir dazu ein. Warte, ich halte mal mein Gesicht raus und die Wolle rein. Und die Farbe heißt, glaube ich, Sand Dune. Sand Dune? Sand Dune. Das ist ein Greisch, ne? Grau. Ja, das ist so ein bisschen braun, grau, aber so schön. Ja. Und also aber keiner mag die. Das ist ein anderer Ton, nein, oder? Das ist das ja gleiche Pigment, ja, nur in einer anderen Konzentration. Da war mal mehr dann irgendwie da noch, ja, so, genau. Und die kauft keiner. Also, und ich finde die so schön. Weil die wahrscheinlich sehr unfarbig ist, aber ich mag die. Weil so gerade, ich finde so als Grundfarbe und so, geht die super. Ich find, die ist völlig underrated. Also die geht gar nicht. Und ich denke mir, warum denn nicht? Also ich habe ganz viel damit gestrickt. Das Phantom habe ich damit gestrickt. Und ich weiß nicht, was ich alles damit gestrickt habe. Aber das kauft keiner. Kauft keiner. Also die liebe ich. Ja. Also genau. Und für Sprenkel... Sand Dune. Das sind dann wieder diese berühmten Naturtöne. Ja. Die kannst du halt immer mit Beigen nehmen. Ne? Das stimmt schon. Ich bin ja so eine Gegnerin bei diesen Neutrals. Ich bin ja Mrs. Bam. Ja. Wobei... Aber ach du, das kommt auch immer darauf an, ob du es tragen kannst. Weißt du, wenn du so ein Typ bist, also ich habe hier auch jemanden beim Stricktreffen, Andrea, die kommt dann immer und sagt, ach, endlich hast du mal wieder was Ordentliches, ne? So, denn die nimmt so das dolle Grün da, ja, unten. Ja, oh, das habe ich eben auch schon. Darf ich? Ja, ja. Ich bin mal so frei. Ne? So, das ist die Fraktion. Das nimmt sie. Und die greift nur zu solchen Farben, aber die ist auch voll der Typ, wo das gut aussieht, ne? Wenn du da irgendwie so eine Leberwursthautfarbe hast, da kannst du sowas nicht tragen. Oder das kannst du vielleicht in Socken oder wenn du vielleicht unten am Pulli oder irgendwie so, ne? Aber es ist ja immer so eine Typsache, so, ne? Und also ich sag halt immer... Naja, aber du siehst da drin aus wie ausgeschissen. Also Entschuldigung. Das macht so intern den Code, ne? Genau. Also, aber, ne, also du bist einfach auch so die. Ja, ich bin halt Spam. Genau. Das weißt du halt instinktiv. Genau. Was hat denn die für eine Lauflänge? 400 Meter. Ja. Ist das die High Twist, ja, ne? Das ist non-super wash, genau. Ja, schön. Das ist mal fein, heißt die. Die ist ja schön. Oh, die gefällt mir. Ja. So, aber von daher, glaube ich, kann man das immer nicht so sagen. Weißt du, man ist Gegner oder so. Es ist einfach, weil man weiß, das ist nicht meine Farbe. Weißt du? So. Und wir stricken ja. Also ich stricke eigentlich nur für mich, weil ich denke. Du hast aber auch mal für deinen Mann. Nee, den will ich auch. Den will ich immer einen Pulli andrehen. Ja, Socken stricke ich für den. Socken strickst du für den, du willst aber mal gerne. Ja, du wolltest auch mal gerne eine Jacke oder so. Ja, aber dann war dein Traum, ja, ne? Will er immer nicht. Will er nicht. Will er nicht. Ja. Ich habe letztens nochmal zu ihm gesagt, wie gesagt, na, ich sage, ach, du hast überhaupt keine Ahnung. Vielleicht muss ich das mal einfach wieder machen. Ja, mal gucken. Also mein Mann, der trägt ja alles sehr dankbar und der freut sich auch immer. Er sagt immer, du musst aber, nein, um Gott, du musst es nicht. Ne? Und dann merkst du dir dann so, um einen, das ist aber schön. Da weiß ich Bescheid. Ne? Dann gibt's also Socken nimmt er auch sehr gerne, aber so am Pulli kriege ich ihn nicht. Ja, doch, Socken, Mützen, zwei Jacken, aber am liebsten aus handgesponnenem Garn. Der ist tatsächlich richtig verwöhnt. Ne? Der hat zwei Jacken von mir gekriegt aus handgesponnenem Garn. Die erste Strickjacke, die ich gestrickt habe in meinem Leben, die habe ich für ihn gestrickt aus handgesponnenem Garn. Da habe ich alle alten Stränge auch in so Schokoladentönen, der Trossen kann halt unheimlich gut auch sowas, aber auch Schokolade so tragen. Ich sehe da drin aus, also wenn das müssen ganz bestimmte Brauntöne, genau, und am besten muss immer noch Pink oder irgendwas mit, genau, drin sein. Genau. Ne? So wie die Kombi, ne? Beige Hose und dann... Ja, das ist, ne, ja auch wieder vom. Genau. Ne? Ja, genau, ja, da geht das dann wieder so. Aber ansonsten, genau, macht mir das den Tarn tot. Und dann, genau, sieht man nämlich, oh, okay, sie ist doch 50. Also, dann, eigentlich bin ich erst 48. Genau, ja, finde ich auch. Okay, Lichen und Sand Dune, genau, sind deine Lieblingsfarbe. Hast du mal so einen Traum, dass du sagst, mit dem und dem würde ich gerne kooperieren? Kannst du da was zu sagen oder willst du das lieber nicht besprechen? Ich finde es halt schwierig. Ich habe ja immer schon mal so drüber nachgedacht, aber wie? Ne? Also ich bin noch nicht so dazu gekommen. Ich habe ja auch mal überlegt, so mit vermutlich Garn und so, wir können ja ganz gut miteinander. Aber mir fällt nichts ein. Ne? Also da habe ich auch gedacht, okay, wenn man vielleicht irgendwie was, dass sie einen Strang färbt, ich einen Strang, dass man so ein Set, aber wie machst du das logistisch und so, weißt du? Hm. So, das ist... Ja.
Ja, ich dachte jetzt zum Beispiel Thema Adventskalender, da kann man ja auch dann sagen, man macht einen vierteiligen statt einen 24-teiligen oder so. Oder dass du sagst, ich würde mal gerne mit einem Garnhersteller dessen Palette vorstellen. Du bist ja über die H&H. Ja. In Köln bist du ja getigert und hast ja so ein paar interessante Rohwollhersteller aufgetan, dass man da vielleicht eine Kooperation sagt, hier so, ne? Ja, das Problem bei solchen Sachen ist, also, ne, auch so Stricknadeln oder wie auch immer, was für Kooperation. Also ich mache mein Geld halt, indem ich die verkaufe. Also da sehe ich halt wenig Kooperationsmöglichkeit, außer dass man sagt, ja, ich nehme dich mit ins Sortiment auf oder irgendwie so. Ne? Ich dachte jetzt, dass du sagst, ich mache euch mal so eine Farbpalette oder so eine Themenpalette. Ach oder so, meinst du? Nee. Okay. Nee. Okay. Also, weil das einfach daran liegt, ich bin ja ein sehr also das glaubt man immer nicht so, aber ich bin schon sehr perfektionistisch. Und die Leute sagen auch immer, ja, du bist so planlos oder so. Bin ich überhaupt nicht. Die Leute haben nur meinen Kopf nicht, ne? Also der Mann sagt, oh, du bist schon wieder auf der 15-Spurigen unterwegs, ne? Ich so, ja, ja. So, und das ist halt auch anstrengend, ne? Weil du immer noch das, noch das, noch das, noch, ne? Man hat irgendwie 1000 Sachen jetzt auch am Laufen, was im Hintergrund ist, was ja gar keiner mitkriegt, so, ne? Aber das Ding ist eben auch, ich habe die Befürchtung, also zum Beispiel Projans oder so, ist ja zum Beispiel auch beim Steven drin, also in Amsterdam so. Also die beliefert den praktisch, aber da wäre der Druck für mich viel zu groß. Ich hätte den Anspruch, dass die gleich sein müssen. Weißt du, wie ich meine? Und das will ich nicht. Ich habe das mal gehabt, da musste ich aber auch ganz lange hinkommen, so beim Adventskalender, ne? So. Ja. Und dann färbst und dann sagst du, oh, das ist aber nicht so blau geworden wie das andere. Ne? So, und dann muss ich aber auch dahin kommen und sagen, ja, aber Elke kriegt das. Mhm. Die sieht ja nicht, dass das andere heller ist oder irgendwie vielleicht doch semi-solider geworden ist oder so. Aber ich habe so den Anspruch an mich, also wenn ich das wirklich so machen würde, dass ich sage, ich beliefere irgendwelche Leute für, ne, so, das würde mir viel zu viel Druck machen. Also höchstens so, dass man sagt, okay, du kriegst hier 5 Stränge hiervon, davon, dass man so, ne? Dass man sagt, okay, dann alle und dann ist es weg und dann ist es halt so. Aber das andere, da würde ich wahnsinnig werden. Also den Wollmobilhändler, den könntest du beliefern, weil du sagst, du kriegst das mit und dann verkaufst du das und dann ist das gut. Genau. Okay. Genau. Ja? Ja? Ja, wer weiß, was da noch kommt, da bin ich mal sehr gespannt. Ja. Jetzt sind wir schon bei Seite 2. Wir haben ja eben darüber gesprochen, was du gut findest am Selbstständigsein und dass du dann einfach der Kapitän auf deinem Schiff bist, aber dass viele eben nicht sehen, was so nebenher läuft. Hast du mal auf Spaßeshalber berechnet, wie viele Wochenstunden du ernsthaft arbeitest? Weil 24/7, das geht nicht, weil selbst du musst schlafen. Aber es sind ja eine Menge Wochenstunden wahrscheinlich. Hast du das mal gemacht? Willst du gar nicht wissen? Nee, du. Also guck mal, montags ist Packtag. So, dann habe ich Verena am Sonntag schon geschrieben, pass auf, so und so. So, dann bringe ich aber meistens Sachen her, die Rechnung, die muss ich fertig machen. Das mache ich dann meistens sonntags, ausdrucken und so weiter und so fort. So, dann komme ich montags hierher, bringe das alles hin. So, dann macht Verena das. So, dann fahre ich nach Hause. So, dann wird gestrickt. Ne? Also ich stricke ja halt auch einfach viel, damit ich halt was zeigen kann. Ja, ne? So, Dienstag ist Färbetag. Mittwoch ist Video, da bin ich dann eigentlich auch, ne, so, dann kommst du hierher, machst das Video, dann fährst nach Hause, dann schneidest du das ein bisschen, dann das alles hochladen, dann, wenn ich gut bin, habe ich am Mittwoch dann schon was ich fotografieren kann, dass ich schon mal fürs Shop-Update die Fotos machen kann, so, dann ist Donnerstag Shop-Update, Video Zeitstempeln und verlinken, das dauert halt auch immer alles und zwischendurch halt immer stricken, ne? So, dann ist zwischendurch E-Mails, dann ist Steuerberater, dann ist, du musst noch Pakete nachbestellen, dann, ach, du brauchst noch Tüten, ach ja, ging ja wieder nicht, PayPal funktioniert bei dem ja nicht, ja, dann musst du das alles wieder raussuchen und dem eine E-Mail schreiben und so, ne, so, dann hast du eben sowas wie Frau Magnussen, dass du da dann noch irgendwie guckst und dann hast du eben so Sachen, Sommerfest, dies, das, jenes, musst du dies noch besorgen, musst du das noch besorgen, was machst du noch, das läuft ja alles, weißt du, da hast du halt keine... Du guckst gar nicht auf die Uhr, ne? Nee, kannst du ja auch gar nicht, ne? Weil dann fällt dir irgendwie was ein, so, dann bist du irgendwie vielleicht gerade beim Essen und dann denkst du, ah, warte, guck mal schnell nach. So, also das ist halt, ne, so, dann ist Freitag, ist das Video, da der Freitagnachmittag ist dann halt eben beantworten und, ne, so Kommunikation. Und Samstag ist dann gucken, okay, was haben die Leute bestellt, dass man schon mal so einschätzen kann und so weiter und so fort, ne? So, und dann kommt zwischendurch, dann so beim Packen, oh, es fehlt ein Strang, ne? So, das ist ja, habe ich, glaube ich, auch im Video erzählt, so jetzt durch das Stricktreffen,
ne, so, dann nimmt einer nochmal hier mit, damit und dann vergesse ich abzustreichen, ne? Die sitzen jetzt schon immer, die Mädels, und sagen, Anne, dein Zettel, du musst das aufschreiben, super, so, ne? Super. Weil ich sage, boah, das geht dann so unter, weißt du, ja, weil dann erzählst du hier, dann kommt der nächste, sag, hier, ich nehme das und das, dann machst du das alles und so und dann ist es weg, ne? Und dann kommst du nämlich, dann stehst du und denkst, oh, verdammt, das hast du irgendwann abverkauft, ne? So, und dann geht's los. Wo hast du denn, also, ne, ich schreibe halt mittlerweile mit, aber so manche Färbungen auch nicht, weil die dann einfach so, da wird dann noch irgendwas drauf gemacht, ne, weil da noch drei Stränge sind. So, und das kommt dann ja auch immer noch so nebenbei, ne? So, es ist halt schon so, und dann überlegst du, was machst du? Machst du einen Adventskalender, machst du keinen? Was machst du? Und also das ist ja ganz viel, was da abläuft, ne? Was zum Business gehört und was du einfach mal so das bedenkst, halt jetzt mal, weil du gerade in der Soße bist, ne? So, machst die Bolognese und sagst, ja, ich könnte jetzt aber eigentlich auch noch mal da und da ordern oder mal, okay, dann kannst du es echt nicht nachhalten. Es wäre halt nur mal so spannend, wirklich zu sehen, wie viel Wochenstunden du als Wollfärberin so ansetzen kannst für dich, weil es gibt ja Leute, die behaupten tatsächlich, dass man als Selbstständiger, ich sag mal so, locker immer 80 Wochenstunden hat. Also ich habe Bekannte, die, also nicht im Wollfärbungs, sondern die haben ein anderes Geschäft, die sagen mir, ja, du kannst ja überhaupt nicht mitrechnen, 60 Wochenstunden. Wenn ich einmal so, boah, ey, ich habe im Sommer, also da komme ich wirklich, da gehe ich mit 50 bis 60 Wochenstunden nach Hause. In einem Bereich, der überhaupt nicht wichtig, also ich bin nicht wichtig, ich bin keine Führungskraft und nichts. Aber wenn du wirklich so einen strikten Anzug mit dazu rechnest, dann kommst du schon. Dann bist du dabei. Weil du hast im Prinzip die Vermischung von dem, was dir in der Freizeit noch Spaß macht, das ist aber eigentlich fürs Business, ne? Genau. Ja. Ja. Also ich meine, es macht ja halt Spaß. So, ich meine, du hast eben auch mal so Phasen, wo du denkst, oh, ne, weil dann funktioniert irgendwas vielleicht gerade nicht, ne? Und dann läuft es nicht und du kommst nicht vorwärts oder es gefällt dir dann nicht so und so, dann, also manchmal dann denkst du, oh, boah, was für ein Scheiß, hast keine Lust mehr, ne? So, aber im Großen und Ganzen macht es ja Spaß, aber du sitzt, ich meine, jeder weiß, egal wie schnell er strickt, ein Pulli, den strickst du nicht an einem Tag. Ne? Und ein paar Socken schaffst du auch nicht in 3 Stunden. Also ich nicht. Ne? Es gibt Leute, diese professionellen Schnellstricker, die auch an dieser Sock Madness erteilen. Boah, da würde ich einen Herzinfarkt kriegen. Also ich kann das nicht. Nee. Also wenn ich nur Socken stricke, also so eine ganz normale Stinus, ein paar Socken jeden Abend, 2 Stunden, brauche ich mindestens. Mindestens eine Woche. Mindestens. Ich würde eher mal behaupten, eher mal 2. Mit schöner Ferse und vernähen und so. Also ich würde so sagen, 14 Stunden brauche ich auf jeden Fall. Mindestens, wenn nicht 20 Stunden für ein paar Socken. Oder? Na, ich habe jetzt die, da habe ich ja jetzt 2 gestrickt, die habe ich jetzt in 1,5 Tagen gemacht. Ne? Da habe ich aber auch wirklich nur... Ich hänge mich auf. Also den vorgestern habe ich noch an einem anderen Projekt weiter gestrickt und das fertig gestrickt und dann habe ich das. Aber du sitzt dann da eben halt auch. Du strickst ja nichts anderes. Ja, so, und du sitzt halt den ganzen Tag da. Und du sitzt den ganzen Tag zwischendurch. Und machst die Kinder nebenbei und die Mathearbeit auch nebenbei lernen, sitzt du halt auch. Wobei das Gute beim Stricken ist, man kann halt so, wie ich jetzt auch mal zuhören und reden. Genau. Ne? Das ist, ich finde das sogar total gut. Die Bärbel hat mir erzählt, die haben im Abi gestrickt. Bei uns wäre das gar nicht möglich gewesen. Nee. Die hatten halt den Deal im Englisch-LK, wenn die Noten kacke werden, hören wir auf und ansonsten dürfen wir stricken. Und bei mir ist es so, ich stricke ja immer und überall, auch draußen sowieso. Oder ich spindle, weil ich kann dann auch super zuhören. Ich kann dann viel besser zuhören. Also wir waren gestern in der Bonner Innenstadt und dann sagte mein Mann, ach, lass uns doch mal da und da noch mal den Kaffee probieren. Und dann haben wir da gesessen, ich habe kein Strickzeug dabei. Da war ich richtig so, hibbelig. Ich denke ja auch, ich habe ADHS, ne? Also ich kann auch nicht. Hast du auch, glaube ich. Ja, ich glaube. Letztens hier bei Instagram folge ich der eine irgendwie und so. Und die sagt, ja, also sie glaubt, sie hat ADHS. Und das ist jetzt auch diagnostiziert worden. Die hat das jetzt wirklich mal testen lassen. Ne? Und was die so erzählt, ne? Die fängt dann an, ihren Tisch zu streichen und endet aber irgendwie, der Tisch ist immer noch nicht fertig, aber sie hat dann irgendwie das Beet umgegraben und so. Und dann denke ich, das bin ich. Also, weil wenn die ihn genäht, du hast dann irgendwie 50.000 halbfertige Sachen. Da denke ich, boah, das bin so ich. Ne? Also, wird dir denn, also, dir wird schnell langweilig? Ja. Ja. Ja, aber ich weiß auch als Kind, ich werde nie vergessen, dass ich dann sage, ja, ich gehe jetzt auf den Balkon lesen. Und dann war ich 5 Minuten später schon wieder drin und meinte, wolltest du nicht lesen? Ja, habe ich, ja, jetzt muss ich irgendwie das und so. Also, ne? Und die hat auch immer gesagt, setz dich doch mal auf deine Hände. Weil ich merke das auch beim Video, ich bin immer irgendwie so am hier und hier nochmal so kratzen und so. Ich glaube, ich bin voll irgendwie, brr, ne? So. Und darum ist Stricken gut, weil du dann immer irgendwas hast. Ich kann auch nicht nur so Fernsehen gucken, das geht auch nicht. Nee, das kann ich auch nicht, das macht dann auch keinen Spaß. Aber draußen stricke ich nicht. Also ich nehme mir nichts mit, wenn ich irgendwie wo, also ne. Das meine ich. Wenn ich irgendwo essen gehe, oder letztens war auch letztens Elternversammlung, dann denke ich, Alter, mit Strickzeug wirklich? Nee, das finde ich irgendwie ja, sehr respektlos. Also, das könnte ich nicht.
Respektlos? Ist das also, jetzt auch respektlos? Nee, finde ich nicht. Aber ich finde so bei so einer Elternversammlung zum Beispiel, weißt du? Ja? Ja. Okay. Das also würd ich im Leben nicht machen. Oder auch wenn Freunde da sind, stricke ich auch nicht nebenbei. Das mache ich nicht. Also ich stricke wirklich oder ich spindle auch wirklich immer und überall. Nee. Ich habe tatsächlich, ich habe jetzt gerade überlegt, als der Thorsten mich kennenlernte, da habe ich ja auch schon gestrickt und da habe ich mein Strickzeug auch mitgenommen. Und als ich dann das erste Mal so mein Strickzeug auspackte, also dass ich, damals habe ich ja noch geraucht und dass ich dann zum, also da durfte man auch noch so rauchen, ohne rauszugehen. Genau. Das war für ihn in Ordnung, aber dann packte ich mein Strickzeug und dann merktest du, nicht, das fand er total, ja, ich habe dann auch mal gestrickt im Studium und sagte, strickst du jetzt weiter? Strickst du jetzt, während wir hier so... Wir haben uns ja beruflich kennengelernt, haben uns erst gesiezt und dann, als wir uns geduzt haben, habe ich dann auch... Und du strickst ja... Ich sag so, ja klar, stört dich das? Ja. sagt er, ist ja langweilig. Ich sage, ich kann dann besser zuhören. Und dann hat er wirklich so ein paar Mal gebraucht, bis das für ihn auch völlig normal war, weil er gemerkt hat, ach, ich schmeiß das dann auch mal wieder weg, so wie ich das hier mache. Und dann stricke ich mal wieder ein paar Mal schon wieder. Ja. Da hat er eine Weile für gebraucht. Mittlerweile sagt er, Schatz, geht's dir nicht gut, du strickst gar nicht. Ja. Also, nee, ich glaube, die Leute denken, das ist etwas, was du im Kaminofen oder im Stadtpark auf einer Picknickdecke machst. Ja. Ne? Und ich denke halt, nein, das ist ein total ehrenwertes altes Handwerk. Das ist was ganz, ganz Wunderbares. Das ist ein Lifestyle. Ja, ich fühle das auch nicht so, dass man so sagt, das ist so, dazu gibt es einfach viel zu coole Sachen mittlerweile auch, ne? Also ich sag mal, gut, wenn du so überlegst, denk mal 40 Jahre oder 30 Jahre, selbst 20 Jahre zurück, da war das ja bei weitem nicht so wie jetzt. Also ne, dadurch, dass du ja eben auch durch dieses ganze Internetgedöns ja weltweit mitkriegst und viel mehr mitkriegst, so hast du ja immer nur das mitgekriegt, wann Oma Helga gestrickt hat und so, ne? Ja, stimmt, da hast du recht. Aber das ist ja wirklich... Wobei, also ich mache jetzt mal eine starke Behauptung auf, ich sage auch, damals war das tatsächlich verpönt, genau wie selbstgenähte Kleider. Dann warst du nämlich zu arm, genau, das gute Zeug zu kaufen. Ja. Ich glaube, das hat sich total umgedreht. Das war schon vor Corona ein Trend, ja, dass man gesagt hat, DIY ist tatsächlich auch wertig. Mhm. Nachhaltig und wertig. Aber erstmal war es wertiger und das mit der Nachhaltigkeit, das kam dann erst hinterher. Und da hat sich das Image tatsächlich auch vom selber machen. Und eben ich glaube nicht, dass es wertiger ist, sondern einfach, dass man zu Alleinstellungsmerkmal, weißt du, dass man was Besonderes hat. Weil ich glaube, wert, dann, ich meine, die Leute sind nicht bereit, für die Socken das zu bezahlen, was sie eigentlich wert sind. Jetzt kommt wieder meine Lieblingsdiskussion. Strick sie mir mal ein paar Socken, ich zahle dir auch die Wolle. Also dieses Video ist auch sehr gewalttätig. Ja, also, da werde ich stinkesauer, ne? Ja. Ich sage dann, nein, gar nicht. Ich kann dir gerne zeigen, wie du sie stricken kannst, aber ich stricke dir keine. Hätte mein Mann aber auch nie gesagt. Also, weil der halt selber mal einen Pullover geschnitten hat, der weiß halt, wie er sich da einen abgewürgt hat. Genau. Und weil der auch strickende Verwandte hatte und das eben beobachten konnte, wie aufwendig das ist. Aber die Wertschätzung ist tatsächlich kein Faktor. Ich finde es gut. Jeder liebt gestrickte Socken und so, aber keiner ist bereit. Ich kann es auch irgendwo verstehen, ne? Also, weil auch Stricksocken, auch wenn du die beste Wolle hast, die laufen sich halt irgendwann durch. So. Ne? Oder hast dann vielleicht mal eine Motte drin oder so. Oder keine Ahnung, ne? Bleibst irgendwo hängen. Also wir haben zum Beispiel auch irgendwo, ich habe nur noch nicht gefunden, wo, wir müssen irgendwo eine Schraube in der Dings haben, irgendwo, weißt du? Und dann, ja, das hast du gerne bei Laminat an den Übergängen. Ja, genau. Bei Zangen. Genau, ja, so. Ne? Also solche Geschichten, ne? So. Aber wenn du dann sagst, so, boah, 45 Euro für ein paar Socken, wer ist dafür bereit, ne? Aber die wären es wert. Also wenn du schon die Wolle siehst, also selbst wenn du irgendwie Industriewolle kaufst, bezahlst du für so einen Knäuel ja auch keine 2,50. Nee, also regulär, also ich habe mal mit kommerzieller Sockenwolle, die tatsächlich auch ernst nehmen, also wir reden jetzt hier Regia und andere Labels, da hast du so 6, 7 Euro dann bezahlt, als ich Sockenstrecken angefangen habe. Da bist du jetzt auch schon bei locker 10, 12, 13 Euro. Genau. Dann hast du aber kommerzielle, robuste Sockenwolle und da reden wir noch nicht handgefärbte Schmusi-Busi-Wolle, wo die Base einfach auch schon im EK hau mich tot kostet. Ne? Ne, und wenn du nachher einen Socke strickst, dann brauchst du das Knäuel auch schon. Ne? Also ich sag mal, wenn du vielleicht irgendwie so eine 38, dann kriegst du vielleicht noch so ein paar Sneakersocken oder irgendwie so raus. Ne? Aber das hast du ja schon mal, zack, und da ist noch nicht eine Masche gewesen. Ja, das stimmt. Also 100 Gramm, die brauche ich auf jeden Fall. Ich habe eine Schuhgröße 42 und ich mache hohe Schäfte, weil ich doch mal ans trage. Ne? Und dann, ja. Das stimmt. Also da, so rechne ich dann tatsächlich auch, dass ich sage, was kostet mich denn das paar Socken? Wobei, da muss man jetzt einräumen, ich stopfe ja nicht unter dem Fuß die Socken, aber ich verbessere die Spitze aus, ich bessere die Ferse aus, wenn die kaputt gehen. Das mache ich auch gerne. Und dann lohnt sich das wieder. Man muss natürlich die Reste aufheben, die berühmte Restekiste. Ne? Aber das funktioniert bei mir. Der Teelichtfachhändler meines Vertrauens verkauft mir immer diese großen Plastikkisten. Und da kommen die Reste rein. Und wenn der Mann sagt, dann sage ich, Moment.
Ja. Oh. Machen wir mal weiter mit der Liste. Strickreise. Ja. Hast du Strickreisenträume? Hattest du mal Strickreisenträume? Nee. Eine Kreuzfahrt zu machen? Nein. Um Gottes Willen. Oder in ein bestimmtes Land zu reisen, um da Wolle zu kaufen? Oder dir was anzugucken, was mit der Wolle oder der Faser zu tun hat? Ich glaube, ich würde mal nach Dänemark. Ha! Mal zu so einem Wollfest, weil ich, also die Skandinavier haben halt andere Farben. Andere Farben, andere Wolle, so einfach, ne? Die sind halt so anders. Aber. Wobei die Firma Isaiah war ja nicht so nett zu dir, ne? Entschuldigung, das war jetzt gemein. Da habe ich mich, das fand ich, ja, das war auch echt doof von denen. Das war sau doof. Ja, also hier, Andrea sagte, ne, bei ihr im Pott, die kommt ja auch aus dem Pott, sagte, die hat ohne jeden Tag auf und so, sagte, die kriegt auch Isaiah gar nicht. Vielleicht muss man einfach nur rotzefrech sein. Natürlich! Ich habe ja auch nicht natürlich, ne? So, also, ich verstehe. Also, warst du zu ehrlich? Ja, aber ich finde diese Argumentation auch nicht. Also, und das ist ja bei mir so, ne? Also irgendwann sind die Leute auch bei mir durch, ne? Also ich meine, ich habe ja Isagar gekauft und ich habe es noch nicht verstrickt, aber die Farben und so, ich finde die halt toll, ne? Aber so, das sind dann so Sachen, letztens hatte ich auch irgendwie so eine Diskussion, ne? Und dann sage ich so, wenn ich die Argumentation verstehen würde, ne? Aber ich verstehe die einfach nicht. Und dann ist für mich durch. Dann brauchen wir auch nicht mehr reden, ne? Nee, aber dann ist auch wirklich für mich, also bei mir ist es dann auch sehr schnell sehr durch, ne? Also ja. Dann ist durch. Ist die Tür zu. Also das schönes Leben noch, ja, aber so. Nicht mit mir. Ja, ja, genau. Aber wenn du, ich habe nämlich auch gedacht, so Fahne oder so. Ja, ja, sowas. Genau. Aber das passte zeitlich immer irgendwie nicht. Und wobei, dann, du hast es so nah von hier. Ja. Das geht ja eigentlich ganz gut. Aber obwohl Fahne, da muss ich doch irgendwie mit so einem Kutter da irgendwie rüber. Ne? Ja, aber du musst ja im Prinzip, also bis du da oben am Festland bist, also du kannst im Prinzip einen halben Tag ist das bei hinhalten. Astrid irgendwie rüber? Ja, genau. Ja, muss ich nochmal gucken. Muss nochmal mit Astrid klönen, die kann dir das bestimmt genau sagen. Und ja, und Astrid hat gesagt, es gibt ja auch noch dieses Grenznahe. Dieses Masken im Masken, das ist Stricken oder Machen in der Marsch, das ist bei Tönner. Das ist, ne? Eine Stunde weg. Das ist Husum und dann direkt ja, über die genau, dänische genau, Grenze. Genau, und das nee, Flensburg ist die Flensburger Seite, ist sogar das deine Seite. Sein. Das ist hier die Seite. Das ist ja Flensburg, ist ja deine ja, Seite. Flensburg ist meine Seite, genau. Genau. Genau, also dass das so... Und war, das ist ne? Ja, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe das ja, letztes Jahr haben wir das so am Rande noch mitbekommen, da fing die gerade an, dann ist das genau. Mit Tönnern und dann ist das ja, mal ja, genau. Und genau. Das ist ja das Tolle, du kannst eben auch so dem Zirkus so ein bisschen hinterherreisen genau. Und dann verschiedene Wollläden auch kennen. Genau. Das ist natürlich toll, ne? Ja, genau. Also das ist das, aber ansonsten, weiß ich nicht. Ja, ich werfe mal so in den Raum Wollshopping in New York oder so. Nee, auch Amerika so gar nicht. Ja, aber du hast doch gesagt, du guckst gerne die Podcasts und... ja, die... aber nee. Ich meine jetzt wirklich nur wegen der Wolle. Also ja, das nee. Amerika, ja, da kann man sich streiten. Ja, okay, nee. Also das... Also nee. Also wo ich mal hin möchte nach Irland, weil ich glaube, das ist wirklich so... Ich glaube, wenn ich wiedergeboren wurde, ich glaube, ich war mal irgendwann in Irland. Also das glaube ich schon. Das ist irgendwie so ganz, ganz krass so. Du hast eine Irlandliebe, sagst ja. Du, oder eine Affinität. Ja, ja. Warst du denn schon mal im nee. Urlaub da? War noch gar nicht da. Nee. Vielleicht ist es auch das, ne? War so ein unerfüllter Wunsch, ne? Weiß ich nicht. Nee, das fing in der Schule an, dass da ja diese Osteraufstände auch immer noch. Also, oder nee, da war ja noch diese Unruhen in Belfast und so. Da habe ich gedacht, was ist da eigentlich los? Was haben die für ein Problem? So, ne? Und da habe ich mich dann halt so mit der Geschichte und so befasst und ich fand das einfach toll, ne? Oh, fand ich das toll. Und dann gab es mal so eine Dokumentation, da war irgendwie so ein alter Mann in Dingle, werde ich nie vergessen, und der hat den Touristen immer Gälisch beigebracht. Und da habe ich gesagt, da will ich, den gibt es mittlerweile bestimmt nicht mehr, der war damals schon Asbach uralt, ne? Da habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Dann sitzt du da und so, ne, wie schön. Aber ich trinke ja jetzt nicht mehr. Also das ist doof. So ein Pub, dann... Hey, das hält, bitte. Oh, weißt du, so der Ding. Du trinkst gar keinen Alkohol mehr? Nee. Ich hab... Also nachdem ich Kind 1 hatte, das war vorher schon immer so ein bisschen... Aber nachdem ich Kind 1 abgestillt hatte und dann Rotwein getrunken hatte, da habe ich gedacht, hui. Also so Allergie, ne? So, also das... Ja, ja. Oh, das ist also ich ja habe das blöd. Schon immer vorher gehabt. Ich dachte, du bist Überzeugungstäterin. Also es gibt ja... Menschen, die aus Überzeugung sind. Aber dann ist das tatsächlich eine Reaktion dann auf die Sulfonamide oder was da drin keine ist. Keine Ahnung, ne? Was. Weil, also bei Rotwein ist ja, dass die sagen, dass das eben so eben dieses Rotwein-Dings da, was weiß ich, was sein kann. Tannin, ist das Tannin oder was? Das sind die Bitterstoffe, ja, das kann auch sein. Ne? Keine Ahnung, aber vorher hatte ich das auch so, wenn ich Bier zum Beispiel getrunken habe, war meine Nase immer dicht und so. Aber beim Rotwein war es halt echt, also dass mir da auch richtig, hui, der Kreislauf und so und also richtig mit aber Ausschlag nach und Kindern. So. Okay. Und da habe ich dann gesagt, okay, weil es vorher auch mit dem Bier und so war, habe ich gedacht, nee, also ich weiß halt nicht, was es ist. Und dann denke ich, okay, dann trinke ich halt gar nicht. Also ehe man da irgendwie... Und ganz ehrlich, ich sage auch immer zum Mann, würde ich noch trinken, ne? Ich glaube, ich wäre schon im Entzug.
Also, das, ich glaube, nee. Also, weißt du, bei dem, was du immer so zwischendurch und die ganzen Katastrophen, die so passieren, ne? So, ich glaube, da wäre ich dann anfällig für. Das trinke ich halt gar nicht. Aber vermisse ich auch nicht. Aber, ja. Nee, also ich trinke ja auch nicht mehr seit meiner Schlauchmagen-OP. Aber ich habe wirklich richtig gerne Bier und Wein und ich habe auch gerne Schnäpse getrunken. Ja, und ja du auch Chardonnay-Wein und so. Ich rieche auch immer noch gerne dran. Ja. Also so wenn Thorsten sich dann, ne, der muss ja dann immer alleine und dann trinkt er ja so 35 Tage an so eine Flasche. Nein, aber ne, ich rieche auch immer gerne, der kommt dir aber schön entgegen. Mhm. Oder ich sage, boah, nee, der ist aber ganz platt, den mag ich jetzt so gar nicht. Aber ich muss das auch nicht mehr haben. Nee. Also ich habe auch keinen... Nee, der Mann kommt auch immer, der macht ja seinen Dingsbums, ne? Und dann kommt er immer, wenn er wieder sein Video gemacht hat, dann kommt er immer mit seinem Restgläschen dann da irgendwie an und dann gibt er mir halt immer zum Riechen, ne? Oder, manches riecht richtig gut, ne? Und dann denke ich immer so, ich sage, ja, der riecht gut, ne? So, aber ist auch nicht so, dass ich sage, ich würde ihn jetzt gerne, also fehlt mir halt überhaupt nicht, ne? Aber, genau, aber das war jetzt nicht irgendwie, dass ich irgendwie trocken bin, sondern einfach nur, weil ich das echt nicht vertrage, ne? Also ich wollte das Risiko nicht eingehen, irgendwann da... Gerade wenn du kleine Kinder hast, ne? Ja. Da war mir das einfach das nicht wert, dass sie dich damit mit dem Notarzt abholen, bloß weil du mal irgendwie ein Glas Alkohol trinken willst, ne? Ja. Drogenabusus. Hast du mal geraucht? Darf ich dich das fragen? Hast du. Wie lange? Lange. Lange. Ja, oh Gott. Das ist jetzt immer noch total. Also, wie alt war ich denn da? 12? 13? Und damit bin ich in die Zeitung gekommen. Das war auch noch. Da sitzen wir, da war unsere Clique. Die Postklicke und dann kam einer, ja, ich komme hier, ne, so, was weiß ich, gibt doch immer so dieses Revolverblatt von, dieses Stadtblatt da, ne. Und dann, bei uns heißt der Express. Ja, genau, so. Und dann meinte der so, ja, und, mal ein Foto machen hier die Jugend in Greifswald und so. Und ich so, ja, kein Problem, und schön mit Kippen, ne. Und dann erste Seite. Und ich so, und Mutti Arzt, so. Und was ist natürlich der Klassiker? Ich habe die nur gehalten für den Cast. Oder so, genau. Hast du Schimpfe gekriegt? Nee, die haben ja selbst geraucht. Achso, dann geht's, ne? Ja, habe ich lange geraucht. Und dann hatte ich ja irgendwie dann nachher meine Gebärmutterhalsdiagnose und da habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört. Da habe ich gesagt, okay. Ist aber alles gut. Ja, du hast ja zwei Mädchen. Ja, aber waschen. Ja, nicht schön, ne? Ja. Vor allen Dingen, die Angst reißt immer mit, ne? Ja. Ja. Also, das, und da habe ich, aber habe ich auch nie. Also so, wenn manche nochmal sagen, ich war ja auch so, ich war kein, ich muss rauchen, sondern auch beim Kaffee, schön einen rauchen und auch, wenn man mit den anderen erzählt hat, schön einen rauchen, so, ne, dass man gedacht hat, wenn man so wieder in die Situation kommt, so, ne, aber habe ich auch nie gehabt. Mein Ex-Freund hat immer gesagt, ich bin morgens dann vom Joggen, ich habe ja auch, als ich noch Triathlon gemacht habe, habe ich auch noch geraucht, ich habe ja erst kurz vor meinem Trainingsunfall dann aufgehört, weil ich eigentlich ins Marathon-Training einsteigen wollte und dann musst du aufhören mit Rauchen oder so. Und mein Ex-Freund, der hat dann immer gesagt, wenn ich vom Laufen kam, duschen und dann bist du dann mal so, ne, nach dem Duschen, wie es halt ist, Kaffee, Kippe. Und dann sagt er, Nuttenfrühstück. Ist nicht abwertend gegenüber einem Berufsstand gemeint, aber der Herzchen, Nuttenfrühstück. Yeah. Weil ich habe dann einfach, bevor ich jetzt frühstücke, ich muss gleich ins Büro, nee, komm, Kaffee, Kippe, das war für mich, das war nicht einfach nur eine Kippe Raum, sondern das war ein Ritual. Genau. Ja. Apropos ein Ritual, wir trinken wieder, das heißt, ich trinke, du trinkst nicht. Ich trinke nicht. Cheerio, das ist Plörre, diesmal aus dem Glas, nicht aus dem... Ja, wir sind ja hier ein bisschen... Ja, genau, Frau hat Kultur, Frau Strick mit Kek, Frau Imperatrice hat Kultur, nicht wie ich Prolet hier aus dem Rheinland. Ja. Ich nehme die Flasche. Wir sind hier nicht so Pöbel. Nein. Wir machen das hier ein bisschen schick. Ich weiß, dass der Plebs hier, ne, der muss sich benehmen. Ich tue es ja. Guck mal, und meine Plasteflasche steht da hinten. Weißt du, wo ich immer mal die Luft draufstehe? Vor allem Plasteflasche ist wieder so ossisch, ne? Ich finde das ja so toll, wenn du, du sagst nicht nur Plaste, sondern was sagst du noch? Eierkuchen. Ja. Ich könnte mich beirren. Das habe ich das erste Mal, als ich auf dem Fall der Mauer nach Berlin gefahren bin, habe ich das erste Mal von Eierkuchen. Ich dachte, das sind irgendwie so wie Muffins, so, weißt du, so, Pfannkuchen. Ja. Ich so. Ja. Aber das finde ich so schön, dass du das noch mit gerettet hast. Also, dass du dich, weil du bist ja schon ganz, ganz lange jetzt auch quasi dem westlichen Sprachgebrauch ausgesetzt. Ja, aber der Mann sagt immer, wir erziehen unsere Kinder zweisprachig, weil, also, ne, so Plastikflasche oder Trinkröhrchen, ne? So, ja, statt Strohhalm, ja. Genau, wobei die Kinder das jetzt noch erweitert haben. Also, wir Ossis sagen Trinkröhrchen, aber die Kinder haben Trinkröllchen draus gemacht, ne? So. Also, wir sind ja so eine Stufe weiter und das Lustige war, dann Kind 1 hat es dann auch mal so in der Schule, ja, und so mit einem Trinkröhrchen und alle so, was ist ein Trinkröhrchen? Und sie, naja, Trinkröhrchen halt, ne, so. Und dann, naja, hier so ein Strohhalm, ja, genau. Und dann ist eine Freundin irgendwie bei McDonald's gewesen und sagt, habe ich auch ein Trinkröhrchen? Und der stand da so, hä? Ja, also wir sind voll die Trendsetter hier, ja.
Ja, aber das Ostdeutsch finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wie heißt dein... Du bist Stefanie Ost, ne? Das sind dann die Teilchen. Ja, genau, das war damals. Ja. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ne? Ja, aber das kommt ja jetzt. Das klappt jetzt alles. Ja, nee, aber du hast ja gesagt, du machst auf jeden Fall für uns mal, darf ich das sagen? Ja. So eine Show mit den Teilen, die du der Welt wieder zur Verfügung stellen möchtest, ne? Also. Ja, mal gucken, ne? Ich weiß nicht. Kaufen Stricker gestrickte Sachen? Ich weiß es nicht. Also, du solltest sie ja mitbringen, damit ich mal einen Blick drauf werfen kann. Ja. Hat sie jetzt nicht gemacht, ne? Also, so ein Ärger. Weißt du, ja. Aber kann ich mir schon vorstellen. Also wenn die noch gut in Schuss sind und, ja, und nice sind. Ja, meistens ist das irgendwie, dass man doch eine Nummer zu klein gestrickt hat. So der Spot-Sweater, ne? Ich wollte das den Kindern andrehen, habe ich auch wieder gekriegt. Schön. Ich habe den nochmal übergezogen, aber ich denke, ach, das hat mir so weh getan. Ja. Als ich den gesehen habe, weil, oh, den habe ich auch noch auf meiner Tapetenrolle stehen, ne? Der ist schön. Aber du nimmst den als Deko hier. Ja, aber weißt du, ich meine, du brauchst keine Deko, ich weiß. Weißt du, weil man müllt sich zu, ja, das ist hier auch, wo ich schon wieder denke, oh, eigentlich schlägt mich das hier schon wieder alles. Ja, schon wieder, oh, ja, ich bin ja hier reingekommen und ich habe so, eigentlich wäre es fast gar nicht zu dem Dreh jetzt gekommen, weil ich am liebsten in diese ganzen Regale reinkriechen möchte, aber ja, du siehst das natürlich anders. Ja, weil ne, da ist so der sagt mit den Färbeunfällen, sag ich mal, oder wo ich dann nicht mehr wusste. Darf ich da gleich mal gucken? Zeigst du mir dann auch mal, da? Die werde ich nicht filmen, aber... Nee, du, das ist nicht unbedingt Färbeunfall, das ist einfach, dass ich dann Wolle eingelegt habe und dann verschiedene... Ne? Mhm. Qualitäten so. Ah, ja, okay. Und dann komme ich irgendwie cool. So ein, zwei Tage nicht dazu und dann denke ich, welche war das jetzt? Oh, komm, ich färbe dich trotzdem. Ja, ja, genau. Und dann denke ich so, was? Und manchmal ist es wirklich schwierig, ne, zu sagen, ist das jetzt die oder die? Ja. Und dann denke ich so, ja, bevor du was Falsches schreibst, dann mach das da erstmal. Und das sind dann die immer mal so, ne, wenn bestimmter Bestellwert überschritten ist, dann kriegen die immer noch so ein extra Strängchen und so. Die kommen dann aus dem Sack, wo ich nicht weiß, was das ist. Also wenn ihr keine Banderole habt, dann ist das das, weil ich es nicht mehr wusste. Das ist auch ganz oft, letztes hatte ich auch wieder, ja. Und dann denke ich, oh, scheiße. Jetzt hat Socken gar nicht, das wolltest du ja ganz anders färben. Das ist aber so ähnlich, ich kenne das, ich habe an meinen Hand, machst du das? Ich weiß von meinen handgesponnenen Garn, ich mache da keine Lauflängenzettel dran. Nee. Du auch nicht? Nee. Oh, Gott sei Dank. Ich kann aber auch nur eine. Nee, das ist gelogen. Du machst auch verschiedene. Du machst ja letztlich die ganz dicke. Single-Ding. Ja, oder? Gut. Aber wenn ich so spinne, komme ich immer bei... Man hat so eine, ja, das ist diese Komfortzone, ne? Ja, ja, genau. Ne? Dafür habe ich mir jetzt eine andere Dings bestellt, einen anderen Wirtel, ja. Ein Wirtel, damit er schneller geht. In der Hoffnung, dass ich dann lese. Weil ich habe mir, mein erstes Spinnrad war vom Flohmarkt, ein schwedisches. Und da ist nur eine Spule und das ist gerade wie so ein Trecker. Also irgendwie, ich hatte die mal mit auf dem Weihnachtsmarkt und seitdem macht da brauchst du hier Gehörschutz, ne? Hast du mal den Docht geölt von dem Flyer? Da Spinnöl drauf getan auf den, nee, auf den Dorn oder wie das heißt. Könnte ich vielleicht nochmal gucken. Wenn die mit dir redet, wenn die so. Und reden ist gar, die schreiben hier an. Also ich würde versuchen, da Spinnöl, also das, was du auch auf die anderen Teile, einfach Spinnöl mal drauf machen. Ah, das habe ich noch nicht probiert. So lecker, lecker. Da kriege ich echt einen Lesgarn mit hin. Oh, das ist gut. Ja, nur den Mist musst du dann runterwickeln. Ja, das ist eben das Dumme. Machst du das dann auch mit so einem Ding auf der Toilettenrolle auf der Bohrmaschine oder auf dem Küchenquirl? Und dann so, gab es ja früher ganz am Anfang so diese Videos, ne? Nee, ich habe das auch schon ewig nicht mehr, weil das halt so laut ist und so. Ja. Und ich spinne auch wirklich selten. Ich habe da... Also ich habe im Moment auch ein schlechtes Spinnmojo. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass das mehr was ist für im Winter, wenn man sich mal schön hinmuckelt, oder? Nee, bei mir ist das, glaube ich, dass ich eben sage, okay, ich muss Content kriegen für das nächste Video. Aber bei dir ist doch auch Spinnen-Content. Ja, oder sehe ich das aber falsch? Es ist nicht so... Ist nicht so gefragt? Nee. Also dich gucken. Also es gibt sicherlich Hardliner und wenn du sowas wie Shanti Manu bist, die wirklich, aber die ist ja nun wirklich, ne, dass die dir sagt, die Fasern oder hier spinnen wir so, wir spinnen zwei nach rechts, einen nach links und das schieben wir dann zwischendurch noch nach oben, damit das dann so und so aussieht. Und dann treten wir so auf, bevor wir das nachfüllen. Genau, ne? Ja. So, und dann spinnen wir es mal aus der Falte und so. Und so tief bin ich in dem Business nicht drin. Ne? Also das ist, glaube ich, wirklich so. Ich habe ja auch ein paar Spinnfasern da und so, aber da müsste ich das wirklich. Nein, und du weißt selber, wenn du wirklich spinnst, du hast das nicht in der Stunde fertig. Ja. Weißt du? Ja. Also ja, bei mir läuft es halt nebenher, weil ich die Singles ja alle mit den Handspindeln mache. Dadurch habe ich ein weniger großes Problem. Ich habe immer was zu spindeln dabei. Und das kann ich dann on the go. In der Arztpraxis, an der Bushaltestelle, wo ich will. Und dann wickele ich das auf. Gerade mit den Delegants, die sind auch unheimlich reisetauglich. Oder Kreuzspindeln auch. Da habe ich immer nur Angst, wenn die runterfallen, je nachdem welche, dann ist die Spitze ab, ne? Aber dadurch habe ich die Singles schnell. Was bei mir dann lange liegt, sind die Singles. Zum Verzwirren oder was? Richtig. Das aber das machst du mal mit den E-Dings.
Das mache ich mit dem E-Spinner total gerne oder mit meinem Kromski. Mache ich es auch gerne, gerade wenn ich jetzt diese Perlengarne, die du ja schuld bist, ne? Wenn ich die mache, dann mache ich das gerne mit dem Spinnrad, weil dann der E-Spinner, der und dann ist es weg. Ne? Beim Spinnrad hast du halt durch die Tretgeschwindigkeit noch selber das Manipulative, dass du selber sagen kannst, so und so schnell lasse ich es reinfließen. Ne? Und bei mir ist es beim Spinnen so, ich bin ein Schnelltreter. Und manchmal komme ich halt dann, weißt du, so, und das geht mir manchmal dann auch sehr auf die Unterarme, so dass ich dann oder hier auf so den Ball. Das Daumen-Sattel-Gelenk, ja, genau. Hier, ne? Mhm. Oh, und dann denke ich so, oh, nee, weißt du, das ist ja auch von Faser zu Faser unterschiedlich. Mhm. Manches lässt sich super rausholen und bei manchen ist das halt nicht so und dann stimmt das nicht mit Fuß und Ziehen. Und dann geht es so auf die Hände, ne? Ja. Das ist halt das Schöne am Spindelspinnen. Ich weiß, also viele sagen, das geht mir nicht schnell genug. Das mag sein. Also es gibt so ein paar Spindelpäpstinnen, die tatsächlich genauso schnell spinnen wie Spinnradspinnerinnen. Echt? Ja, aus dem amerikanischen Bereich. Da gibt es auch eine, die hat das Buch geschrieben Respect the Spindle. Ich komme jetzt nicht, die ist total bekannt. Und die ist tatsächlich mal mit einer südamerikanischen Spinnradspinnerin in Wettbewerb getreten. Und die haben das mal gemacht. Beim Handspinnen ist es halt einfach so, oder beim Spindelspinnen ist es halt so, du hast es immer dabei und dann macht es einfach die Masse. An Momenten, ja, genau. Ne? Wenn du hier fünf Minuten und da fünf Minuten, dann hast du auch manchmal mehr, als wenn du sagst, jetzt muss ich mich extra hinsetzen. Das ist wie mit dem Nähen. Da ist ja nicht nur, dass du sagst, oh, ich habe Respekt vor dem Nähvorgang, sondern du musst das alles aufbauen. Und ausmalen, ummalen und schneiden. Genau. Das macht es dann eben auch nicht so schnell. Da sage ich, ich stricke dann lieber. Naja, und in der Zeit, wenn du jetzt mal wegen sagst, ja, du machst das im. Ja, gut, aber dann würde ich wahrscheinlich auch eher dann stricken, eben einfach, weil ich halt diesen wöchentlichen Rhythmus habe, ne? Und eben den Anspruch, dass das. Das ist nochmal was anderes. Das immer was Neues halt kommt, ne? So. Das könnte ich aber auch nicht. Das hatten wir eben schon mal das Thema. Ja. Ich habe, glaube ich, in einer von meinen Vlogs habe ich das auch mal gesagt. Dieser Respekt vor den ganzen PodcasterInnen und VloggerInnen und alle, die Content machen und die das so regelmäßig in so eng gesetzten Zeitrahmen machen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade auch über die Corona-Zeit, mir hat das unheimlich viel gegeben. Ich war jetzt nicht von der Isolierung belastet. Mich hat einfach Corona total verängstigt. Mhm. Weil ich hatte diese Krankheit und zwar den ersten Virus und das war schrecklich. Und ich hatte wirklich Angst, weil ich nicht geglaubt habe, dass das mal... Ich habe nicht geglaubt, dass es so gut... Klopf auf Holz, auf den schönen Holztisch, ausgemessen. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe gerade wenn man Italien mal gesehen hat. Ja, ne? Also oder das Amerika, war ja, diese Leichen. Ja, das war wirklich die Hölle, ne? Lugano war ja auch so schrecklich. Ne? Das war ganz schlimm, ja. Und ich weiß, eine Freundin, die meine Trauzeugin, die ist ja nach Italien ausgewandert und so, und die sind wirklich noch, in der Nacht, wo die Grenzen zugemacht wurden, sind die noch nach Deutschland. Ja. Weil sie sagte, da geht halt gar nichts, ne? Ja. Also, ja. Guck mal, Australien hat ja fast ein Jahr lang seine eigenen Leute nicht mehr reingelassen. Das musst du dir mal reintun, ne? Und da war halt, das war halt für uns alle belastend, für die einen sicherlich noch mehr, gerade Menschen, die jetzt auch dann ihre Existenz verlieren und die auch wirklich extrovertierter leben wollen. Das war nicht das Schlimme, aber ich habe halt, und das war halt so für mich, ich habe euch dann zu mir reingeholt und dann war die Blase, das war immer schön. Ne? Man hat zwar auch so das C-Wort benutzt und auch darüber gesprochen, was es heißt, aber zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, bleibt mal entspannt, reißt euch mal zusammen und das geht auch noch viel schlimmer und so ein bisschen mit Humor auch. Und das hat ganz vielen Menschen bestimmt auch ganz viel gegeben. Das wirst du bestimmt auch in deinen Kommentaren gehabt haben, ne? Dass sie sagen, Mensch, Anna, also... Ja. Und das haben uns ganz viele ja auch gegeben. Und das war auch so mit ein Grund, weshalb ich jetzt das Vloggen so mache, wie ich es mache, weil ich sage, da willst du mit reintun in den Topf. Das ist ja nichts Großes, aber das ist ein reiner Menschlichkeitsfaktor. Genau. Ich habe letztens gerade zum Mann gesagt, weil wir sprachen irgendwie so, und dann sage ich auch, ich habe eigentlich so ein schlechtes Gewissen, dass ich mich nicht ehrenamtlich engagiere, ne? Was weiß ich, Tafel oder wie auch immer, habe ich auch überlegt. Die suchen ja auch immer Leute und so. Kinder sind ja jetzt so weit raus, dass man, ne? Und dann sage ich, aber ganz ehrlich, ich habe die Energie dafür nicht so, ne? Und dann habe ich so gesagt, aber gut, ich mache jede Woche ein Video und das, also und so viele schreiben, ne? Oh, ihr Ding geht's gerade so schlecht und so. Und dann denke ich so, das eine Mal hat auch in den Schirm, ah, ihr geht's gerade so schlecht und so, dann war ich da. Und das war eben auch eine Zeit, wo es mir richtig dreckig ging, ne? Also wo ich auch auf allen Vieren, ich meine, wir haben jetzt zwischendurch auch nochmal Kontakt gehabt und so. Und dann denke ich so, ja. Ja, und dann, ja, warum machst du kein Video? Mir geht's gerade so schlecht, wo ich denke, kannst du mich mal? Ja, also, weißt du, mir scheint ja auch nicht 24/7 die Sonne aus dem Hintern. Ja. Ne? So, denkt man immer nur. Genau, so. Und, aber so, dann denke ich so, nee, vielleicht ist das meine Mission, weißt du? Weil, also, es kommen ja so viele, die sagen, oh, und so, ne, und das gibt mir so viel und mir geht's dann besser. Und das ist auch so, ja. Ne, so, und dann denke ich, okay, das ist dann vielleicht meine Art, ne, wie du sagst, eben irgendwas irgendwie zurückgeben oder so, ne, dass man sagt, komm, ne. Ja, weil ich auch so denke, ich bin halt nicht der Typ, der halt rausgeht und sagt, gut, ich helfe jetzt der Oma mal, wenn die an die Suppenhose muss, ne, aber ansonsten, ja, weil ich halt so gut, letztens auch, kam so, mit dem Rollator, ne, so,
junger Mann, sagt sie. Ja, weil ich halt mit ihm. Ich sag, ja, ja, brauchen sie auch noch für Gulasch? Guckt sie mich so. Ich sag, ich bin ein Mädchen, ja, ja. Ich hab nur, ich hab jetzt hier Dach wie eine Kotta. Ich sag, ja, alles gut. Braucht ihr? Ja, boah. Ich sehe das nicht mehr. Können Sie, da hinten ist auch nun. Ich sage, ich gehe. Das mache ich schon. Genau. Ne? Ja, ja, genau. Aber ich bin halt sonst nicht so genau. Die. Nee, also aber, nicht so im Verein. Ja. Und das bin ja. Ich halt einfach nicht. Ne? Aber wenn du so Leuten dann wirklich schöne Zeit machst, muss ja auch nicht jede Woche sein. Das ist wirklich ein Riesenanspruch, finde ich. Ne? Aber einfach eine schöne Zeit. Hier, das mache ich auch für euch. Klar möchte ich auch gesehen, wenn ich mir denke, boah, hast du super gemacht. Möchte ich auch hören. Gebe ich zu. Ne? Aber es geht auch darum zu sagen, das habe ich bekommen und das möchte ich auch anderen bereiten. Ich, weil das ist so toll dann, dass man sagt, oh, ich komme so ein bisschen, hör so ein bisschen zu, jetzt ist es mir zu viel, jetzt mache ich es aus, ich komme morgen wieder. Ich finde, das ist eine gute Sache. Ja. Umsonst und draußen, hat man früher gesagt, ne? Und genau das ist es dann. Und im Prinzip, Ehrenamt ist dann vielleicht ein bisschen viel, aber ich möchte nicht wissen, wie viele schwarze Stunden du da schon bebuntet hast. Und ganz viele glaube andere PodcasterInnen auch. Glaube ich auch. So, ne? Aber das muss man sich, und das ist eben das, was ich auch vorhin zu dir sagte, ne? So man macht sich das, glaube ich, gar nicht so bewusst, was man wirklich so leistet, weil das einfach so Sachen sind, die man halt macht und die für einen selbstverständlich sind, weil man den Anspruch dran hat, das eben so zu machen. Ne? Ja. Aber manchmal sieht man gar nicht so. Ne? Letztens habe ich auch irgendwo gelesen, so, weil es ist ja auch immer so dieses Thema, man ist ja nicht, man bemisst den Wert ja nicht, was hast du auf dem Bankkonto, ne? Hast du 90, 60, 90 Maße und so. Der Wert ist ja eigentlich was anderes so. Aber heutzutage, ne, womit ich dann auch immer so ein bisschen hadere und so, dass ich sage, ja, aber eigentlich meine Währung ist wirklich eigentlich das Geld, was ich verdiene. Ne, weil jeder, der Kinder zu Hause hat oder so, ne, da klatscht keiner oder sagt keiner, ach, das ist aber toll, dass du die Wäsche gemacht hast. Nee, du kriegst noch einen drüber, weil die rote Hose noch nicht gewaschen ist. So, weißt du, wie ich meine? Und dann denkst du immer so, ja. Und dann ist so das Einzige. Aber eigentlich ist es ja, sind es ja so die ganz anderen Sachen, ne? Wie kam er da jetzt drauf? Ich habe den Faden verloren. Auf jeden Ehrenamt Fall. Ehrenamt, ja. Ne? Und ja. Also ich finde das überhaupt nicht verwerflich zu sagen, für mich ist wichtig, was ich im Monat verdiene. Ich möchte einen gewissen Output haben. Ich finde das total in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, dass einer sagt, ich möchte mir dieses Auto leisten können, wenn er das mit ehrlicher Arbeit und nicht mit Drogenverkauf macht. Das finde ich nicht so lustig. Ich finde das auch in Ordnung, wenn einer sagt, ich möchte 90, 60, 90 sein. Auch das ist, kann ein Ziel sein. Ja, ist gut. Solange das nicht auf Kosten von anderen geht und solange nicht immer gesagt wird, nur das ist das Einzige, was zählt. Und das macht mir Probleme. Weil du hast auch gesagt, eigentlich ist das für mich die Währung. Das heißt aber ja, ich möchte mein Geld einfach nur verdienen. Und ich habe aber noch Werte, die drüber hinausgehen. Und das ist doch auch total in Ordnung. Und das einfach, und dann nicht madig machen oder sagen, ja, das könntest du jetzt aber auch nochmal besser oder das kannst du nicht erwarten, dass du dafür dann auch das und das verdienst. Ne? Wie du gesagt hast, wieso soll Arbeit keinen Spaß machen? Wir sind jetzt auch gleich fertig, zumindest mit meinen Fragen. Ich habe mir überlegt, was machst du eigentlich, wenn du jetzt so färbst? Ne? Also du hast, ne? Hörst du Radio, Podcast? Ganz. Ganz schlimm. Ja, du siehst meine Färbeküche ja nicht. Also da ist kein Platz für irgendwas. Da bin ich froh, wenn ich da irgendwie auf einem Bein tanzen kann. Ne? Also ist die hier oder drüben? Die ist drüben. Ah, schade. Sonst hätte ich gesagt, die Krabbel. Okay. Also das ist ja auch wirklich, da struggle ich gerade auch mit. Ich habe ja für die Ferienwohnung weiße Bettwäsche, weil ich denke, die kannst du dann auch mal abkochen und was weiß ich was nicht und so. Ne? Und ich finde es halt auch einfach schöner so. Das Problem ist halt nur, irgendwo ist halt immer ein Farbkörnchen. Ne? So. Und letztens sagte das Kind, weil das Kind putzt, ne, das ist ihr Job jetzt. Ich habe gesagt, okay, hier, du bist die Putzfee, ne, die geht jetzt immer putzen, wenn dann ist. Und dann sagte sie, die Bettwäsche ist dreckig. Ich sagte, die habe ich doch gerade aus dem Trockner geholt. Ich trockne gerade, wasche und oh, Leute, ne, Freude, das habe ich auch nicht und gedacht. Jetzt ist Sommer, ne? Ja, Gott sei Dank haben wir einen Trockner, ne? So, ansonsten bist du ja so, na, auf jeden Fall. Ich sage, wie, habe ich doch gewaschen? Dann guck ich, oh, pink, ein pinken, pinken, zack. Ne? Was machst du jetzt? Färbst du jetzt alles pink? Du, ich habe wirklich schon überlegt, ob ich nicht einfach in Architektur Bettwäsche jetzt einfach färbe. Das ist doch meistens so. Wie heißt das? Homeware. Homeware. Ja, genau. Ja. Das ist doch meistens so. Du bist ja Tee entstanden, weil irgendwem so ein Blatt irgendwie so aus Versehen da rein. Meistens ist das doch so. Ne? Und dann bin ich jetzt am Überlegen und dann denke ich so, die sagen dir zwar immer, ja, Baumwolle, da brauchst du andere Farben für oder so. Und dann denke ich so, ja, einen Scheißdreck brauchst du. Das hast du nicht mit Baumwollfarbe. Da ist da nicht dran. Ne? Und das hält trotzdem. Probieren. Man ja, genau. Probieren. Aber da habe ich gedacht so, das gibt's noch nicht. Das wäre vielleicht ganz nice. Nice, oh, heiße hasse ich ja eigentlich. Ne? Wie ist mir das denn? Warum? Ach Gott, nee. Also ich benutze das total oft, weil ich habe das in Dänemark kennengelernt. Die Dänen benutzen ja ganz viel Anglizismen. Das ist ja etwas, die haben ja auch keine Sprachpolizei. Nee, das ist ziemlich cool. Erschreckenderweise sprechen die auch ganz viel Deutsch. Das lässt mich immer Übles ahnen über unsere Geschichte, unsere beiderseitige. Die sagen fett,
Ja. Dat er gut, dat er find, dat er fett. Ja. Das ist das Englische. Oder dat er nice. It's nice. Okay. Und ich habe wirklich meine Kurse, ich sage, hör mal, Mina Larsen, ich sag, kann man das so benutzen? Ja, sagst du auch immer. Ja. Sag ich, oh, dann mach ich das jetzt auch immer. Ja, die Skandinavier sind ja auch noch ganz anders vor. Ne? Dadurch, dass die halt eben nicht diese Übersetzungen und so haben, ne? Die müssen eben das verstehen oder Untertitel lesen. Ne? Ja. Ja, also die haben ja alles im Original und dann entweder mit Untertitel und dann immer Englisch. Genau. Da spricht er wirklich auch so Rotz und Klotz. Spricht ja. Das ist so, und das ist auch überhaupt nicht verwerflich. Was habe ich nicht schon Kommentare gekriegt? Nicht nur für meine Genderei, sondern auch für meine Anglizisten. Anglizismen, wo ich dann auch so denke, ja, aber ich finde das einfach total toll, dass ich dieses Privileg meiner Bildungsfähigkeit habe. Mhm. Also, dass ich einen Kurs machen kann und ich sage, ich will jetzt eine Sprache lernen, du willst Innenarchitektur lernen, ich will jetzt noch eine Sprache lernen, du willst Coaching lernen. Das ist so geil. Und dann will man das natürlich auch anwenden, oder? So ist das bei mir. Früher, als ich eine neue Puppe oder so hatte, wollte ich auch immer damit spielen. Die setze ich dann nicht ins Regal und hebe die auf, wenn man Gelegenheit ist. Nee. Ne? Außer bei Wolle, die hebe ich dann schon mal auf und sage, die ist für Jod. Hast du auch so eine Wolle, die für Jod ist? Mhm. Na, dadurch, dass ich meine verstrickt, ne? Also was ich mir wirklich mal gegönnt habe, ist Hedgehog Fibers. Boah, das floht aber auch. Die mit den, weißt du, mit dem recycelten Nupsis drin. Oh. Genau, wie findest du denn das recycelte Garn? Wir waren eben abgekommen. Es kommt drauf an. Was ich halt richtig blöd finde, ist, wenn die sagen, ja, und dieses Garn ist aus Plastikflaschen. Und dann denke ich so, nee, das löst ja das Problem nicht. Ne? Also, weil wir haben ja dann das Plastik nur in einer anderen Form. Ja, und ich möchte dann auch nicht, keine Plastikflasche am Körper haben. Also es ist vielleicht noch was anderes, wenn du wirklich so wie Hedgehog Fibers, wo du dann eben deine Wollreste, wo die sagen, komm, wir machen da halt so ein Schiefgarn draußen oder so. Das ist ein Rino, ne? Genau. Aber ich habe da echt eine Sperre, wenn die das für ganz toll verkaufen wollen, dass die jetzt Plastikflaschen so umgedingst haben, dass du das jetzt als Klamotte tragen kannst. So. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil so reine Synthetik, die ist einfach schwitzig, egal wie gut sie aufbereitet ist. Und ich habe schon gute Mikrofone in meinem Leben auch in der Hand gehabt, wirklich. Aber ne? Das löst das Problem ja nicht. Also, ne? Also mein bestes Beispiel ist immer, wenn ich bei uns, bei Edeka, das hat ja jetzt, ne, an die Wursttheke gehe, ne? Wie oft die sich ihre Handschuhe wechseln. Denn dann habe ich auch mal gesagt, was für ein Durchlauf haben sie ja. Ihr könnt doch eigentlich ein bisschen waschen, reicht doch auch, oder? Ja, und dann, wenn sie bei der Wurst waren, beim Fleisch, das geht, aber wenn sie vom Fleisch wieder zurückkommen zur Wurst, dann müssen sie wechseln, weil wegen Hygiene und ich so, alte Schwede. Ja, weil sie da aufgeschnitten aber haben. Aber wir sind doch auch groß geworden, wir leben doch auch. Also ich verstehe das Moment, nicht. Wir sind ja auch mit ohne Anschnallen gefahren. Ja. Ne, ohne hinten. Oh, weißt du, und das nervt mich total, wenn die immer sagen, ja, wir müssen hier und so, alles gut, ne? Aber dann sollte man bei solchen Sachen doch anfangen. Und ich möchte nicht wissen, was es auch gerade in der Lebensmittelindustrie für Verordnungen gibt, dass die gar nicht anders können. Dass das nochmal verpackt und verpackt werden muss und das und das. Die können gar nicht anders, ne? Aber das finde ich ist das Problem. Und letztens erzählte wirklich so eine Mutti, ja, sie war beim Fleischer und die hat, sie wollte Würstchen haben, hat die eingepackt, aber die hatte keine Handschuhe an. Hat sie gesagt, also diese Würstchen nimmt sie nicht. Und dann denke ich so. Aber die kommen doch sowieso noch, die werden dann nochmal erhitzt. Naja, und vor allen Dingen, weißt du, wenn da einer irgendwie mit so einer Rotznase, das werde ich nie vergessen, wir waren mal in so einem Diner. Der Mann und ich sag hier bei uns, wo ich herkomme, da war dann so ein Waggon. Ich sag, gehen wir hin, ne? Wir waren die einzigen Gäste und da war auch nur eine. Und der lief die Suppe wirklich aus der Nase, ne? Ja, ich bin so erkältet, aber die sind auch alle krank. Und ich so, okay. Aber unser Anstand hat gesagt, okay, wir essen hier, ne? Ich habe gesagt, boah, wir werden sterben, ne? Dann juckt das so ein knappes Bläschen auf der Lippe. Ja. Die ging es mir durch, ich desinfiziere sie mir auch die Hände. Und dann denke ich, so, ne? Also. Weiß ich mal, dann finde ich so, aber wenn so eine Fleischer-Fachverkäuferin oder wie auch immer die Frau heißt, kommt und dann da meinetwegen sich hin und dann, was weiß ich, 4 Stunden durchbedient, ist mir das völlig egal, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also habe ich überhaupt keine Last mit. Ja, vor allen Dingen Läden, die werden ja auch geputzt ohne Ende. Ich sehe das ja bei uns im Rewe, ich sehe ja auch, wie oft die putzen. Ne? Ich gehe ja zu unterschiedlichen Zeiten dann auch immer mal wieder einkaufen. Oder wir gehen ja meistens zusammen. Wir sehen ja dann, die sind ständig irgendwann. Ja. Oh mein Gott, die müssen ja eigentlich schon, denen die Haut und Fetzen von den Händen hängen. Ne? Furchtbar. Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, die werden aus Erfahrung wahrscheinlich auch so streng handeln, weil wenn dann einer mal sich dann eine Salmonelle wegholt, will ich nicht wissen, wie der die dann verklagt oder so. Keine Ahnung. Ich finde, wir sollten alle wieder ein bisschen entspannter werden, ne? Also ich finde... Manchmal sind wir zu entspannt, ne? In manchen Bereichen, wo ich einfach so denke, da könnte ein bisschen mehr Zug, könnte nicht drin schaden, wenn es da ein bisschen strenger zuginge oder wenn da mehr Respekt hinter wäre, Social Pressure, ne? So diese Peer Pressure auch, was so Anstand oder so betrifft. Genau, ne? genau. Nicht nur Kinder, das wird auch die Erwachsenen. Mhm. Da gibt es Schlüsselerlebnisse vom Allerfeinsten. Mhm. Und manchmal sollten wir wirklich vielleicht auch einfach mal so ein bisschen mehr laissez-faire. Ja. Ne? Also, wo wurde einfach, ja gut, dann hat der jetzt, ist ja einfach reingezogen, ist doch egal, ne?
Ich bin jetzt sowieso, ich habe jetzt, oder das Allergeilste ist ja immer, das beobachte ich dann auch, ich habe immer, also ich, gut, ich habe auch keine Kinder, ich kaufe jetzt nicht so Massen ein, ne? Wenn du so ein Pubertier hast, die haben ja einen Umsatz ohne Ende, da kaufst du ja immer kiloweise ein, das ist ja, ich beobachte das ja bei unseren Freunden immer. Oh ja, wir haben auch gerade eine heiße Phase, wo selbst das Kind sagt, warum habe ich einen dauernd Hunger? Ich sage, das ist manchmal so. Ja. Und gerade wenn man denkt im Sommer, wo eigentlich wo nichts reingeht, so, ne? Das ist nee, warm nee. Und so, aber die. Ich sag, manchmal ist das. Oh, eigentlich. Wir müssen. Oh Mann, was meinst du, wie das in 20 Jahren ist? Ich hab ja den Chili gemacht. Ich muss erst. Genau. Ich muss erst mal helfen, den Knopf zu finden. Du brauchst jetzt auch langsam das Telefon mit den großen Tasten, ne? Das ist das Telefon mit den großen. Das ist das größte Telefon, was es gibt auf dem Markt. Das ist das Huawei Mate X. Nee, Mate okay. 20X. Das ist das größte. Das hat 7,3 Zoll. Aha. Es gibt sonst die nächsten, das sind keine normalen Mobiltelefone mehr, das sind diese Foldables. Ja, ja, diese, ja. Diese von ja, Google ja. Oder was das ist. Die ja, so genau. Ja, ja, klappt. Ich oder Samsung hat das auch. Aber als ist das tatsächlich das Größte? Das habe ich bekommen, als ich die Halbseitenlähmung hatte, weil ich saß immer ja, so da. Ja. Ja. Scheiße, das ging ja, ja gar nicht mehr. Ne? Also, und jetzt, ich will es gar nicht mehr missen, obwohl es, ich kann immer noch nicht richtig gut, aber es geht halt. Ja, 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 so, ja, ja. Guck mal, wir haben oben noch so eine Rentnerfernbedienung, irgendwie nur noch mit 4 Tasten. Ne, weil das der Fernseher nur von meiner Schwiegermutter ist und dann ich ja. So, was ist das denn? Ich sage dann für laut, leise und Programm hoch und Programm runter, ne? Ja, aber das ist, ich sag mal so, die ist total unpraktisch, die Größe, weil das Ding ist zu schwer, ja, du kannst ja. Es nicht zum Joggen mitnehmen oder, weil ich so, aber egal. Ja, ja. Und auch bei Fahrradfahren ist das halt, ja, ja. Das fällt überall raus. Aber die Tasten sind halt beim WhatsAppen. Aber das ist, glaube ich, auch meins. Ich habe ja so einen dicken Daumen. Oh Gott. Ja, stimmt, ich habe ja auch 10. Wie groß ist denn hast du? Warte, so. Oh, ja, du hast noch ein bisschen. Oh, du ja, noch ein bisschen. Ja, aber du bist ja auch kleiner als ich. Ja, gut. Für so eine kleine Frau hast du eigentlich wirklich richtig große Hände. Das stimmt. Findest du, aber ich hab so Wurstfinger. So Kind 1 hat so ganz ja, schön. Gut, die ist ja auch ganz jung. Meinst du, das kommt im Alter? Dass die, nee, ich hatte schon immer so dick. Ich weiß, als wir Eheringe gekauft haben, wir haben beide die gleiche Größe gehabt. Und ich sag, oh, das ist, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ne? Das muss doch so ein kleiner und ein großer und bei uns war bam, bam. Ich hatte nachher, also ich hatte am Anfang hatte ich auch kleinere Finger. Ich war ja, als ich meinen Mann kennenlernte, sehr, sehr sportlich. Und dann bin ich in die Expansion gegangen, sagen wir es mal so. Und dann habe ich ja richtig große. Aber ich habe so einen zarten Ring gekriegt. Das ist mein Ehering, der passt mir nicht mehr. Der ist so groß, da geht gar nichts mehr. Ah, das ist meiner. Krass. Der ist, ja, richtig, der ist ordentlich, ne? Ne? Der ist ja. Richtig ordentlich, ja. Aber enger macht der Juwelier den mir nicht. Der würde den einschmelzen. Ach, und dann nochmal neu aufziehen. Nee, würde ich auch nicht machen. Dann mache ich das so als Kette und dann. Oder muss ich so einen Vorsteckring dann darauf setzen? Aber der rutscht trotzdem. Nee, mit Vorsteckring hilft dir das. Der rutscht nicht, das nicht. Ne? Wobei ich könnte das mit so einem, das ist ja so ein Stecksystem, ich könnte den dann so dahinter, ne? Ja, das kann, aber das aber, würde ja, trotzdem gut, da nicht verkackeln, ne? So, dann, ja, ich glaube auch. Ne? Naja, weil durch die Steine ist es ja doch noch ein bisschen breiter, das könnte funktionieren. Das hält, aber das würde sich verkanten, ja, ja, weil nee, der da drauf rutscht und dann habe ich den nachher, nee. Weil da ist halt unser Spruch noch mit eingraviert. Der erste unserer Ehering, den hat der Thorsten ja in der Nordsee verloren. Mal schön. Ich war es nicht, er war es. Nee, Ehringe haben wir noch nicht verloren. Das ist ja sonst ein Klassiker. Ich weiß, bei meinem Bruder, da war der auch mal weg oder so, aber das haben wir noch nicht. Ich hatte den Thorsten im Verdacht, dass er das extra gemacht hat, weil wir wollten eigentlich Rot-Gold-Ringe haben, so wie das einer ist. Und er wollte direkt so einen schmalen. Und ich habe damals noch diesen Komplex gehabt, so ein schmaler Ring an so einer großen Frauenhand. Und dann haben wir uns so breite aus, also okay. Das in breit. Und da kannst du einem ein blaues Auge mithauen mit diesen Dingern, ne? Weil das ist ja dann vollrund. Ne? Das ist ja so ganz vollrund und dann in dick, ne? Also dreimal so dick wie der. Und das hat ihn immer gestört. Weil der trägt seinen rechts. Ah, okay. Ne? Ich habe meinen links getragen und er hat seinen aber rechts getragen. Und das hat ihn beim Schreiben und so gestört. Ja, ja, glaube ich. Ne? Ja. Ich habe gesagt, das hast du extra gemacht. Na gut, das war das Opfer an den Meeresgott. Aber verloren. Wir wollen jetzt nicht noch mehr von deiner Wochenendzeit, von deinem Sonntag verlieren. Gut. Ich habe noch eine letzte Frage. Wie siehst du das Verhältnis von den Social Media und zur Strick-Community und umgekehrt? Wie siehst du das? Wie findest du das? Wie meinst du? Sagst du, dass das wohltut oder dass es eher negatives, ich will jetzt darauf hinaus, es gibt ja auch mal so böse Kommentare in den Gruppen, jetzt vielleicht nicht bei dir auf Ravelry, aber zum Beispiel auf Facebook oder zum Beispiel unter Videos auch gerne, dass man sich da. Ich muss ganz ehrlich sagen, also bei mir, Gott sei Dank, hält sich das in Grenzen. Wenn mal so eine scheiß Nachricht kommt, dann kommt das aber auch immer zu so einem Zeitpunkt, wo du eh einen schlechten Tag hast. Weißt du? Und dann, und dann tut es richtig weh, genau. Wobei ich im Großen und Ganzen, also ich habe dann meine Einstellung, ich weiß, aber es gibt halt so Tage, ne, und dann kommt sowas, wo du denkst,
kannst du nicht gebrauchen. Also, aber habe ich ja Gott sei Dank ganz wenig. Und ich muss sagen, ich kriege von diesen ganzen Sachen, wovon die immer so viel erzählen, nichts mit, weil ich die Kommentare einfach nicht lese. Also ich gucke immer nur die Videos, ich gucke auf einen Post, ich gucke eine Story, aber ich bin niemals in diesen Kommentardingern drin. Außer bei der einen. Das haben die Kinder bei TikTok. Leute, ich weiß nicht, wie das heißt. Yvonne, keine Ahnung. Die ist jung und die macht dann immer, ja, und mein Kind, der soll ja keine Pommes essen und ich verarsche ihn jetzt und mache aus, was weiß ich, Zucchini, Pommes und so. Ne? So, aber, also das ist dann das immer für ihren Mann, macht sie Brotdosen mit ausgestochenem Blablabla und hast du nicht gesehen, also so ein Kaliber ist das irgendwie, ne? Aber der Running Gag ist, sie trifft sich zum Beispiel mit ihrer Freundin, damit die gemeinsam in der Badewanne baden und dann macht die das Bad. Dann, ja, und meine Freundin kommt heute zum Film gucken, wir wollen zusammen baden und dann mache ich, ja, und dann mache ich Wasser und hier habe ich noch ein bisschen Glitzerpuder gekauft. Und dann jetzt hole ich uns noch Prosecco und dann mache ich hier noch und ich habe noch Blümchen geholt. Und so, dann denke ich, Alter, dann sage ich letztens zu einer Freundin, ich sage, du willst du zum Kaffee kommen? Ich sage, aber ich habe auch eine ganz tolle Idee, wir können wir gehen mal an. Am besten in der Badewanne. Die ist ganz cool. Und diese Kommentare sind halt so witzig, wenn die dann mal was anderes macht, weil die sich ganz oft irgendwie trifft und manchmal kommt auch ihre Mutti zum Baden. Die und kommt so. Ja. Baden. Also die filmen sich dann nicht, wenn sie baden, aber also sie bereitet dann schon mal vor und so, ne? Und dann wenn sie dann mal wieder ihren Sohn verarscht, weil der keine Pommes essen soll und so, ne? Und dann kriegt er die dann in der Badewanne. Oder was ist mit der Badewanne? Wieso sieht seine Geburtstagstorte nicht wie eine Badewanne aus? Es ist halt so ein Running Gag dann schon. Also die Kommentare sind witzig. Gruselig. Genau, wo ich dann denke, oh Gott, wie fasst die Arme das auf? Aber es ist einfach witzig so, ne? So, weil man denkt so... Und die hat 300.000 Follower wahrscheinlich und verdient sich in Popoblau, genau. Ne? Ja, ja. Da sagt sie sich, ja, lass sie doch über die Badewanne schreiben. Aber so, ansonsten, ich lese das halt nicht. Und ich krieg auch immer nichts mit. Also wenn dann irgendwie einer sagt, ja, oh, da war ja gerade irgendwie, wo ich dann denke, oh, keine Ahnung. Also von daher... Keine Ahnung. Also meine Kommentare lese ich natürlich, ne, die Leute mir schreiben. Also bei anderen bin ich überhaupt nicht drin. Ich schreibe, ich bin auch ganz, ganz, ganz schlechter YouTube-Gucker. Also ich schreibe auch keine Kommentare groß. Gar nicht. Doch bei mir, ab und an. Ja, aber wirklich ganz selten. Also da bin ich echt nicht vorbildlich. Ja. Obwohl du ja weißt, wie schön das ist, wenn man nette, nice Kommentare kriegt. Nice Kommentare kriegt, ne? Ja. Ja, nee, es ist auch tatsächlich, ich merke das auch, wenn man Kommentare beantwortet, ne, das frisst ja auch unendlich viel Zeit. Du möchtest ja dann auch individuell antworten, obwohl YouTube ja mittlerweile auch so Satzbausteine anbietet. Hast du das schon gesehen? Nee, leider nicht. Dann kannst du auf Antworten klicken und dann gibt er dir Sätze vor. Ach, und ich auch gedacht, sag mal, habt ihr sie nicht mehr alle, so wie bei ChatGPT oder wie das Teil da heißt. Da gibt es auch schon ein Nachfolgeding von. Was ich aber ganz toll finde bei Social Media, egal was da auf der persönlichen Ebene auch schon schief laufen kann, wobei ich da persönlich eigentlich immer die Erfahrung mache, sobald du das auf die menschliche, also wirklich, man trifft sich auch mal mal oder geht in die WhatsApp-Gruppe, dann ist es gleich was ganz anderes, da ist auch ein ganz anderer Respekt da, dann geht das auch nicht so leicht, dass man da mal eben eine flapsige Bemerkung macht. Was ich total toll finde, ist die Entwicklung von 2003 bis 2023, was du eben alles siehst, das hast du eben auch schon erwähnt, du siehst ja die Trends aus den anderen Ländern, was gibt es da, was das die deutsche Strickmaterialszene und die Technikszene nach vorne gebracht hat und wie, was für tolle Materialien wir jetzt auch wirklich gut ordern können. Ja, das finde ich ist ein Riesen-Benefit. Ne? Ja, das stimmt. Also nicht nur für euch HändlerInnen, sondern tatsächlich auch für uns, dass wir sagen, wir kommen überhaupt erstmal dran. Ich muss jetzt nicht 5 Wochen auf irgendeiner komischen, kruden Börse gucken, ob ich da eine bestimmte Spindel oder Spule oder sonst was finde oder eine Nadel. Ja. Das ist schon, ne? Aber trotzdem ist das nicht gut. Also man merkt ja selbst, wie viel Zeit man vor diesem Mistding irgendwie verbringt, ne? Ich habe ja eine Instagram-Pause gemacht und ich habe gemerkt, wie viel mehr man dann schafft. An strickigen. Also der ganze andere Alltag, der lief halt weiter, aber Instagram ist halt weggefallen. Und das ist dann schon so, wie wenn man sagt, oh, ich rauche ein Päckchen am Tag. Nee, die Dunkelziffer ist höher, ne? Ja, und ich merke auch gerade so, darum habe ich zum Beispiel auch kein Video gemacht oder so letzte Woche, das Hirn ist auch so voll einfach, ne? Weil du siehst ja ständig irgendwelche Bilder und dies und das und ich merke richtig, dass mein Hirn einfach am Limit ist. So. Oh, noch eine Frage. Machst du dir eine Liste, wenn du so Einfälle hast? Schreibst du das auf? Hast du so irgendwo so ein Mäppchen liegen, wo du reinschreibst? So, Okay. Hätte ich jetzt gedacht, weil... Ne, nee, ich mache es dann meistens gleich, darum ist das... Nee. Okay. Ja, man sagt auch, man schreibt doch auf, dann ist es aus dem Kopf raus. Aber da bin ich noch nicht. Also ich weiß, dass es funktioniert. Ich habe es mal versucht, aber ich krieg's halt nicht durch. Also so genauso Tagebuch schreiben oder irgendwie sowas.
Oder mit dem Diktiergerät, Diktierfunktion am Handy. Dann wachst du nachts auf, dann hast du eine Idee. Memo an mich selbst. Ich hatte früher, ich hatte mal so ein Handy, ein Samsung-Handy damals, da mit dem Stift. Da war nachher mein Akku aber alle. Und da habe ich mir wirklich manchmal, weil das war die Phase, wo ich abends zum Einschlafen, habe ich mich hingelegt, eingemuschelt und habe gedacht, so, was könnte man jetzt stricken? Und dann kamen richtig gute Ideen. So wie das aussieht. Ne? Ich sage immer, ich hätte gerne so einen Knopf im Kopf, wo das Bild rauskommt, weil ich kann es nicht malen. So, ne? Und man kann es auch nicht also so erklären. Die Polaroid, ne? Ja, genau. Sowas brauche ich. Und dann habe ich, und da habe ich das aber gehabt, dass ich dann wirklich mir die Designs reingezeichnet habe. So. Das Ende vom Lied war, das war Schrott und die Designs sind da immer noch drin. Und du hast sie noch nicht gemacht. Du hast sie noch nicht auf die Ebene umgesetzt. Nee, und sie sind auch nicht mehr nicht zugriffsfähig. Achso, ja, ach, das Ding ist Schrott. Das alles. Gerät ist Schrott. Achso, ja. Genau, oh, ja, ja. Okay. Das war das. Aber ansonsten habe ich das nicht. Nee. Okay, jetzt zum Abschluss. Worte, die du immer schon mal, so ein Satz, den du immer schon mal sagen wolltest. Gibt es da einen? Nee. Ich krieg ja immer so, was kommt. Was ich sagen will, sage ich auch. Nee. Ich was sagen die anderen denn so? Nee, haben also, die den letzten Satz? Nee, ist mir jetzt eingefallen, ich habe mit meinem Mann nämlich drüber gesprochen, weil der hat einen Satz auf einer Tasse gemacht. Ich hasse Menschen. Ja. So. Und vor dem ersten Kaffee Klappe halten. Mhm. Und dann sagt er einen Satz, den du immer schon mal sagen wolltest. Und ich so, oh, es gibt so eine Menge Dinge, die ich nicht sage, die ich mal gerne sagen will. Dann sagt er, FBI, kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ich gucke auf dir so, Criminal Minds und so. Und ich finde so Türeintreter, ein Sonderkommando, das finde ich halt. Gut, ich war halt auch mal mit einem Menschen von einem SEK zusammen. Und ich finde das einfach total, weil wenn die dann so, Polizei, Polizei, wir haben die Geisel oder irgendwie sowas. Lustig. Weißt du, was gar nicht geht? Lustig. Oh, weißt du, was gar nicht geht? Ich weiß gar nicht mal, wie das hier ist. Ist das CSI Miami, wo dieser Rothaarige ist? Ja, ja. Oh. Aber mittlerweile gucke ich das, weil wenn ich stricke so, ne, so dann, oh, manchmal, ich möchte keine Podcasts gucken und manchmal, und dann mache ich mir manchmal dann so Fernsehen an und dann läuft das vor mir das gerade irgendwie so, ne, und dann, oh, der macht mich so aggressiv, der Mann, weil der ja immer so guckt. Ja. Und er kann gar nichts anderes. Und dann gibt es irgendwie so einen blöden Spruch, wo ich denke, boah, das könnte jeder, also das ist immer eine schauspielerische Leistung, ne? Und dann habe ich mal irgendwann so beim Stream, ich denke, oh, was guckst du? Und dann war auch irgendwie was, auch wo der war, ne? Also, aber war nicht hieß ein Miami, war irgendwas anderes, ne? Der guckte genauso. Der kann nur diesen Ausdruck, dafür wird er eingekauft. Ja, es gibt so Schauspieler, die werden nicht eingekauft. Ja, ja, doch. Das sind so Typen, die sind dann eine Zeit lang gefragt. Aggressiv. Das ist hier wie mit den beiden Mädels, die dann auch auf einmal weg waren vom Fenster. Dann ist das eine Zeit lang gefragt und dann siehst du so eine Art von immer und dann gar nicht mehr. Aber darum mag ich halt kein Fernsehen, weißt du? Also kann ich verstehen. Das ist immer so, weil als Wer wird Millionär kam, fand man das gut, aber dann war das Superquiz, das Quiz im Norden, das keine du siehst es über, also weißt du, das Format, das läuft, also macht ARD, ZDF, dann kriegst du nur noch das. Irgendwelche Castingshows, dann kriegst du nur noch Castingshows. Das ist irgendwann überfüttert, ne? Ja, und so wirklich die guten Sachen, so Tatortreiniger, der kam dann nachts um 24 Uhr, wo jeder schon schläft. Janne Mädel ist auch, der rockt, oder? Ja. Der rockt richtig. Ja. Ich finde den auch in allem gut, also ich lache immer bei dem. Ja. Allein wenn du und selbst die Kinder, wir müssen mal die Eisdiele gucken, weil Kind 2 mag das mit der Eisdiele so gerne für sich, Melba. Jetzt können wir nochmal die Eisdiele gucken. So. Aber das hat wenigstens noch ein bisschen Intellekt, so, ne? Ich finde, es ist bisschen so wenig Ironie, so, ne? Ja, genau, ja, ne? Ja. Ich finde, das fehlt total. Also, das hast du bei den amerikanischen Serien aber auch eher weniger. Ja, und jetzt auch gerade bei diesen Fenstereintreter-Heldenserien. Das sind ja einfach auch Heldenreisen, ne? Das, gut. Also CSI, da gab es mal, ich glaube, so der erste oder zweite, das sind ja so ganz verschiedene Standorte mittlerweile wohl. Die habe ich dann auch noch geguckt, die fand ich noch ganz gut. Aber Criminal Minds ist noch wieder ein bisschen anders. Das ist mir so auf die gedönsige Psycho, diese Verhaltensanalyse Einheit, das kommt ja dann eher so. Ja. Das habe ich ganz gerne. Und das hat mir dann auch. Achso, dann tut es einem leid, wenn die dann zu Ende sind? Ja. Leer geguckt? Mist. Ja. Oh, das ist auch, wir haben. Was haben wir letztes Jahr geguckt? Murder in the Building. Only Murders in the. Oh, ganz toll. Soll dieses Jahr ja eine neue Stadt. Ja, super, aber ich weiß nicht. Toll. Also, oh, war das dieses Jahr erst. Gut. Hast du When Women Kill oder Why Women Kill oder so? Das musst du gucken. Das musst du gucken. Okay. Da gibt es 2 Staffeln. Oh. Und also die sind aber ganz unterschiedlich aufgebaut. Also das eine ist wirklich so eine, das musst du unbedingt gucken. Und das andere ist, da geht es um ein Haus, wo immer praktisch die Familien, ne? So, das ist dann so, die Familien, die sind in diesem Haus und die haben halt immer so alle ihre Geschichte und dann wird dann halt immer so geswitcht und so aus ganz verschiedenen Facetten. When Women Kill. Okay. Ja, oder Why Women Kill, irgendwie so. Aber das ist... Oh, das muss übrigens richtig gut. Zuerst habe ich gedacht, aber so zum Ende hin, das ist richtig, richtig gut.
Aber okay. Ich finde, es gibt wenig Streaming, wo man sagt, das ist richtig gut. Also. Oder, wobei, ich dachte, oh, das musst du dir mal merken, das musst du den Leuten mal empfehlen und dann habe ich es vergessen. Ja, das stimmt. Das ist dann auch irgendwie total doof. Also, Hausaufgabe? Ja, Hausaufgabe. Hausaufgabe. Mach. Gute Streaming. Ich glaube Serie. Ich glaube Film bin ich nicht so. Nee, ich Serie. Eher Serie, ne? Ja, also, wer da was, für den was Pulli zu stricken. Also, genau. Aber was ein bisschen intellektuell ist. Nee, muss einfach nur schön sein. Also, ich kann auch mal blöd. Okay. Also, gut. Es sollte jetzt nicht so ganz dumm, aber muss jetzt auch nicht so mega. Also, nicht so mega. Ein bisschen. Ja. Hast du Bridgerton geguckt? Das muss ich jetzt leider gucken. Nee. Weil ich habe irgendwie Queen Charlotte geguckt. Weil das Kind gesagt hat, das gucken wir. Da habe ich zuerst gedacht, aber gut. Und das ist ja dieses Spinning Off, oder wie heißt das heutzutage? Hier von Downton Abbey? Von Bridgerton ist das Spinning Off. Ach so. Und darum muss ich jetzt leider Bridgerton gucken, weil das war richtig gut gemacht. Okay, ja. Okay. Also so Adels, also Hausaufgabe habt ihr gezündet. Genau. Und wo wir gerade dabei sind, wir müssen jetzt noch so ein bisschen untereinander. Wir machen jetzt hier einen Cut. Ich sage, schön, dass ihr hier seid. Ich bin mich sehr gefreut. Sagt uns fleißig, wie es euch gefallen hat und viel Spaß. Ciao. Tschüss.